Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer völlig neuen Show. Cosmopoly, der Bewusstseinstalk. Denn ich finde, wir müssen uns wieder zusammensetzen und miteinander sprechen über die Themen unserer Zeit und herausfinden, was wir aus einer spirituellen Sichtweise vielleicht ganz andere Antworten herausfinden für die Fragen unserer Zeit. Und es ist mir eine große Freude, dass es die erste Sendung, die Pilotsendung mit einem fantastischen Publikum, mit großartigen Gästen, eine Koproduktion von Mystica TV und Cosmic Sinne TV. Und die erste Sendung, da geht es um bewusste, gelebte Spiritualität. Spiritualität, was ist das eigentlich? Hat sich die Spiritualität heute verändert im Vergleich zu früheren Zeiten, Bibel und Co.? Und wie leben wir die Spiritualität mitten im Leben? Was gibt es für Antworten aus spirituellen Weisheitstraditionen, aus der Meditation für unsere heutige Zeit? Darüber und über vieles Weitere spreche ich jetzt gleich mit meinen fantastischen Gästen. Cosmopoly, der Bewusstseinstalk. Viel Spaß, jetzt geht's los. So, ihr Lieben. Jetzt geht's los. Cosmopoly, der Bewusstseinstalk. Ich bin nicht hier alleine, sondern ich bin hier mit Anke Eberts. Alexander Kühn. Sabrina Fox. Der wunderbare Patrick Petrazzoli. Und Bianca Sommer. Hallo. Mein Name ist Thomas Schmelzer und ich freue mich wirklich tierisch, dass wir jetzt hier miteinander ins Gespräch kommen, in gemütlicher Atmosphäre. Ich finde das auch ganz nett, so ein bisschen, ja, hier so unter uns und so. Etwas exklusiver, was privater Rahmen, schöne Atmosphäre. Bin einfach dankbar für die schöne Location und dankbar, dass ihr alle da seid. Und es geht jetzt also um Spiritualität. Vielleicht so ganz spontan meine erste Frage, was bedeutet für euch eigentlich Spiritualität? Wie würdet ihr dieses Wort beschreiben? Ist es überhaupt das richtige Wort, wenn es um den Bewusstseinsweg und all diese Themen geht? Sabrina. Ist es das richtige Wort? Ist auf jeden Fall manchmal schwer auszusprechen, weil man es oft mit Spiritosen verwechseln kann. ich glaube schon, dass Spiritualität bedeutet, eben wir sind Seele in Menschenform. Und das ist, und für manche von uns ist das interessanter als für andere. Und ja, und so versuchen wir uns in diesem Leben zurechtzufinden. Würdest du sagen, es ist sogar hilfreich, sich daran wieder zu erinnern, dass wir eben auch Seele sind und nicht nur, sagen wir mal, Persönlichkeit? In meinem Leben schon, aber das muss jeder selber entscheiden. Ja, stimmt. Spiritualität, was würdest du sagen, spontan? Ja, Spiritualität ist eigentlich ganz normal. Aber im Kopf drin und in den Köpfen der meisten Menschen haben sie ein komisches Wort platziert dort. Und oft hat man Angst davor. Aber wenn ich kurz nur sagen müsste, was wäre Spiritualität, würde ich sagen, Kleinstkinder sind hochspirituell. Sie sind voller Glückseligkeit, voller Lebensfreude, voller Energie, nehmen die Welt wahr, die geistige Welt wahr, alles Mögliche, und sind voller Abenteuerlustig hier auf die Welt gekommen, mutig, wild und gefährlich, versuchen sie das Leben zu leben und zu entdecken. Das ist Spiritualität. Sehr schön. Cool, oder? Wow. Danke. Siehst du es auch so? Wie würdest du es beschreiben? Absolut. Ich glaube, die meisten Menschen verstehen unter Spiritualität Konzepte. Und sie glauben, dass sie etwas tun müssten, um etwas zu erreichen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir müssten ganz viel lassen, um in Zustände zu kommen, die für uns alle absolut normal sind. Also eigentlich müssten wir oder dürften wir eine kollektive Amnesie genießen. Also das wäre, glaube ich, der größte Befreiungsschlag, wenn wir ganz viel unserer Konzepte vergessen würden. Dann kämen wir nämlich in diesen Zustand, den kleine Kinder sowieso schon haben, und beginnen das Leben wieder zu feiern und wirklich als Abenteuerspielplatz zu sehen. Sind wir alle sowieso spirituelle Wesen, Alexander? Was würdest du sagen? Ja, man muss es auch zulassen. Und es ist für mich ganz persönlich, es ist eine Reise, eine Entwicklung. Die hat irgendwann mal angefangen, die war bei mir nicht sofort da.
Und für mich ist es eine Evolution, eine Weiterentwicklung, an der ich mittlerweile freudig und permanent arbeite. Und auch, ich lerne auch viele Menschen kennen, die sind sehr bodenständig, die wissen, was sie wollen und leben trotzdem diese Spiritualität. Und das ist schon sehr bewundernswert. Und wir sind, denke ich, alle auf einem guten Weg. Ja, ja, absolut. Würdest du sagen, das hat sich auch verändert, vielleicht auch so in deinem persönlichen Umfeld? Gibt es heute mehr Menschen, die mit dir auch über diese Themen sprechen? Ja, auch es ist auch so, dass mein Freundeskreis hat sich dementsprechend auch verändert. Nicht nur durch die Corona-Zeit, die wir die letzten Jahre hatten, hat sich der Freundeskreis nochmal verändert. Ich habe neue Freunde dazugewonnen, sondern auch Menschen, mit denen ich mich jetzt aktiv austausche über diese Themen. Das hatte ich früher so nicht. Und mittlerweile habe ich den einen oder anderen Freund, mit dem kann ich dann, oder er redet mit mir über Sterne, über Planeten, Konstellationen. Und dann denke ich so, wow, toll, da kann ich mit einem Mann über solche Themen sprechen. Das wäre noch vor vielen Jahren so gar nicht möglich gewesen. Und für mich ist es eine Bereicherung und mir macht der Weg Spaß. Ja, ich glaube, es hat sich verändert. Es wird immer normaler, über so viele Themen zu reden. Ne? Liebe Bianca, du bist im Channeling-Kongress jetzt auch schon, bist ein Channel-Medium. Das ist ein Riesending, so ein Online-Kongress. Sehr viel mehr Menschen unterhalten sich heute völlig natürlich über Meditation, aber auch über Medialität. Würdest du das auch so sagen? Absolut. Also ich merke es auch im privaten Umfeld. Ich würde mich da anschließen. Man findet immer mehr Menschen, die, mit denen man da ganz normal drüber reden kann. Ja? Mhm. Und zu der Frage auch, was ist Spiritualität? Ja. Für mich gelebtes Gefühl, bewusst gelebtes Gefühl. Also schön. Dieses wirklich bewusst im Herzen leben, mhm. geht in die Richtung, was du auch gesagt hast, Patrick. Also die Kinder, die das ganz natürlich können, was wir Erwachsenen vor lauter Bildung teilweise vergessen haben. Und uns dann wieder entwickeln müssen aus diesen ganzen Verstrickungen, in die wir da eingewickelt wurden oder uns eingewickelt haben, da wieder raus befreien müssen. Ja, ich glaube, du sagst da was ganz Wichtiges auch mit diesem Fühlen. Ja. Ich habe nun schon viele Interviews geführt und immer wieder wird gesagt, die Menschen dürfen wieder fühlen lernen. Es gibt so viele Menschen, die sind so in sich gefangen. Das ist vielleicht sogar der erste Schritt, um wieder weicher und offener zu werden. Oder, Anke? Ich glaube, auch da darf uns bewusst werden, wenn ich Menschen sage, du musst mehr fühlen oder vergiss doch mal, diesen ganzen Gedankenquatsch, ja. dann glauben sie wieder etwas tun zu müssen. Mhm. Das, wo es hingeht, sind Zustände. Ja. Das ist ein Zustand absoluter Neutralität. Der ist nicht himmelhochjauchzend. Also es geht nicht darum, dass wir dann ausflippen, weil alles ist so mega genial und alles ist nur Liebe und wir könnten platzen, sondern es ist ein Zustand der Ruhe, des inneren Friedens, eines Angekommenseins. Und das sind seelische Zustände. Wenn wir von denen abgekoppelt sind, von diesen seelischen energetischen Feldern, dann sind wir nur hier im Körper und der ist ein Feld der Extreme. Also der geht ins Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Und das hört mit der Zeit auf und wird immer neutraler. Und dann gucken wir da draußen in der Welt auf Bereiche, die sind dramatisch und wir wundern uns, dass wir neutral drauf blicken. Und dann denken wir uns, oh Gott, bin ich abgestumpft? Darf ich glücklich sein? Darf ich überhaupt glücklich sein? Ich bin so ruhig, ich gucke auf die schlimmsten Geschichten und fühle mich so neutral. Aber das ist genau der Zustand der Seele. Das ist Bedingungslosigkeit. Und das jetzt zu erfahren, hier in der Welt, das erstaunt viele Menschen. Und da finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, dass das ein normaler seelischer Zustand ist. Wunderschön. Der nicht falsch ist. Und nichts mit Gefühllosigkeit oder so zu tun hat. Wunderbar. Und ich erlaube mir, gleich bei dir zu bleiben. Und wenn ihr Anke Ewerts noch nicht kennt, hier gibt es ein paar Bilder und ein paar Worte über Anke. Anke Ewerts ist ein Phänomen. Bekannt wurde sie durch die Veröffentlichung des Bestsellers 9 Tage Unendlichkeit, den es mittlerweile in mehreren Sprachen gibt. Im Jahr 2009 erlebte sie aufgrund eines Brandunfalls eine außergewöhnliche Nahtoderfahrung.
Sie bekam Einblicke in die geistigen Dimensionen und die Sinnhaftigkeit des Lebens, was sie viele Jahre selbst in ihr Leben integrierte. Heute berührt sie die Menschen durch ihre Bücher, Vorträge und Seminare. Durchlichte deinen Körper, durchlichte dein Leben ist ihr Motto, mit dem sie auf vielfältige Weise eine sehr bekannte spirituelle Lebenslehrerin geworden ist. Ja, liebe Anke, 9 Tage Unendlichkeit, das war so das erste Buch, was ein Riesenerfolgsbestseller ist, gerade ins Amerikanische übersetzt und in andere Sprachen. Jetzt gibt es ein 2. Buch von dir und du hast ja wirklich einen so unglaublich ungewöhnlichen Weg vollbracht, erlebt oder es wurde dir geschenkt, aber ausgehend von einer richtig heftigen Krise. Magst du das mal so ein paar Worten uns nochmal schildern, was da geschah? Gerne. Erstmal freue ich mich, mein allererstes Interview, das ich je geführt und gegeben habe, war mit Thomas. Yeah. Ich hatte so eine Angst davor und du hast mir die so wundervoll genommen. Deswegen freue ich mich, jetzt hier zu sein. Mein Leben, oder ich bin so ein Mensch, mein Wechsel, mein Wandel war radikal, der passierte von einer Sekunde auf die andere. Und letztendlich führt er oder hat er mich genau dahin geführt, wo wir jetzt gerade alle hingehen. Nur war es bei mir sehr schnell, sehr radikal, sehr umfassend. Ausgelöst durch einen Brandunfall, in dessen Verlauf ich die Identität mit meinem Körper verlor. Also es katapultierte mich aus meinem Körper raus und ich tauchte gefühlt in einer einzigen Sekunde in eine Wirklichkeit ein, von der ich immer wusste, sie ist da, auch als Kind schon. Als Kind habe ich schon immer gedacht, ich bin hier in einem Film, die erzählen hier von Liebe und das, was ich aber kenne, was ich unter Liebe verstehe, ist was ganz anderes, was die Menschen hier spielen. Und in diese Wirklichkeit katapultierte es mich und ich erlebte, losgelöst vom Körper in dieser Nahtoderfahrung, wer wir alle wirklich sind, wie unser Energiefeld aussieht, wie wir mit allem verwoben sind, dass wir alle immer Kontakt in diese hohen Schwingungsebenen haben, dass es keine Trennung zwischen einem Geistführer, einem höheren Selbst und dem Mensch gibt, der jetzt hier auf dem Stuhl sitzt. Es ist wirklich alles eins. Es sind einfach nur unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Und als ich dann in meinen schwer verletzten Körper zurückkam, wusste ich, ich muss jedem Mensch davon erzählen. Am liebsten würde ich sie alle packen und rütteln, damit wir aus dieser Trance aufwachen, in die wir da uns hineinbegeben haben, die uns vorgelebt wurde, die wir als Realität anerkannt haben, die aber alles andere als real ist, sondern wirklich nur ein Mensch ärgert dich nicht spielen. Und ich habe dann erstmal Jahre gebraucht, um das für mich alles selbst umzusetzen. Habe mich von allem gelöst. Also das, was jetzt in Corona-Zeiten passiert ist, habe ich nach meinem Unfall komplett durchgelebt. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich wusste, jetzt möchte ich an die Öffentlichkeit gehen. Jetzt traue ich mich. Und dann kam das erste Buch. Das ist jetzt fast, im April wären es 5 Jahre, dass es her ist. Und ab dem Moment begann ein Selbstläufer. Also ich habe nie irgendwas getan, um was zu erreichen, sondern ich bin einfach nur meinem Gefühl gefolgt und habe immer nur das gemacht, auf was ich Lust hatte. Und dadurch entwickelte sich das in einer, für mich gefühlt, in einer Lichtgeschwindigkeit. Und was ich auch gemacht habe, ich nehme meine Ängste nicht mehr für voll. Also ich glaube meiner Angst nicht mehr. Wie geht das? Das ist total easy. Mhm. Wenn man weiß, dass die schlimmsten Ängste nur eine Art Wächter sind vor meinem größten Potenzial. Mhm. Das weiß ich. Also, wenn ich Angst habe vor einem Interview, wenn ich Angst habe, jetzt vor 8000 Menschen zu sprechen, dann weiß ich ganz genau, Anke, du musst durch diese Angst, denn dahinter wartet eine Qualität, ein Geschenk auf mich, das es für mich zu leben
lohnt und gilt. Und dadurch bin ich ein Angst-Junkie geworden. Also ich lauere regelrecht, welches Angebot kommt vom Universum oder von anderen Menschen und wo habe ich Angst? Und da sage ich sofort zu. Auch wenn innerlich, wenn mir auf gut Deutsch der Arsch auf Grundeis geht, dann mache ich es erst recht. Und wahrscheinlich ist dadurch eine sehr, sehr schnelle Entwicklung in mir passiert. Aber wahrscheinlich ist trotzdem hinter dieser Angst ein Ruf, ich will das jetzt machen, dann kommt die Angst, aber der Ruf war wahrscheinlich zuerst. Sonst, wenn nur Angst wäre, das kann ja auch sein, dass man aus Schutzgründen, gibt es ja auch natürliche Angst, ne, vor Gefahr und so, die gibt es ja auch, diese Angst. Aber du meinst diese, vor der eigenen Größe. Ich meine die Angst vor meinem Wachstum, meiner eigenen Größe. Eine Angst, die sagt, nee, bleib mal schön brav klein, halt mal schön brav den Mund. Es könnte ja sein, dass sie dich mit Steinen beschmeißt. Oder zum Beispiel eine Riesenangst war, Anke, du musst es beweisen können, was du sagst. War ein totaler Irrglaube. Und dann, da sprichst du dann natürlich nicht vor vielen Menschen, denn es könnte ja einer aufstehen und könnte sagen, Frau Eberts, wie können Sie das behaupten? Beweisen Sie das mal. Die Wissenschaft und so. Kann ich natürlich nicht. Und aber ja, ich lasse mich drauf ein. Und das andere, was auch bei mir geschehen ist, was sehr stark mit moderner oder gelebter Spiritualität zu tun hat, ich habe ganz viel vergessen. Also ich feiere es, dass ich mich an so gut wie nichts mehr erinnern kann. Dass ich absolut im Moment lebe, dass total unwichtig ist, was vor 5 Minuten noch war und auch total unwichtig ist, was in 5 Minuten ist. Und ich mir selbst vertraue, dass die Worte, die kommen, immer aus einem Jetzt-Moment herauskommen und ich sie nicht mehr überprüfen muss und kontrollieren muss. Das ist schön. Das heißt auch. Das ist eine schöne Anregung. Das heißt einfach, ich sag mal, wie Eckhart Tolle ja auch gesagt hat, leben im Jetzt, einfach nur im Jetzt sein und schauen, was geschieht. Dem Leben Vertrauen lernen, oder? Ja, und ich war ein absoluter Kontrolletti. Okay. Also ich habe meinen Gang kontrolliert, meine Gesten kontrolliert, meine Worte natürlich kontrolliert, mein Verhalten kontrolliert. Ich habe es immer an das Außen angepasst. Ich habe immer schon reingefühlt, was könnten die alle von mir erwarten? Und oh, da darf ich jetzt hier nicht im Stuhl flezen, da muss ich mich aber jetzt ordentlich hinsetzen. So. Ja, doch so gemütlich, ja. Und, also aus dieser Welt komme ich. Und diesen Kontrolletti loszulassen und auch den Mut zu haben, das immer mehr, immer tiefer zu erlauben, das war schon ein Weg und ein Prozess, aber ein Befreiungsschlag sondersgleichen. Toll. Ja, und du hast ja wirklich in dieser jenseitigen Welt 9 Tage Unglaubliches erfahren, bist deinem Geistführer begegnet, dir wurde vieles über die Welt erzählt. Und du hast das alles irgendwo mitgenommen und bringst es jetzt uns, erzählst uns davon und lebst für mich, ich habe so das Gefühl, du lebst in beiden Welten, aber eigentlich ist es doch nur eine Welt. War das für dich ein längerer Weg, diese beiden Dimensionen zu verbinden, das körperliche Hiersein und das, was du im Jenseits da so mitgenommen hast? Nee, gar nicht. Als ich in diesen Körper zurückkam, war alles da. Also es war wie ein Schlag und es traf mich auch wie ein Schlag. Denn wenn du alles siehst, was im Moment noch unsichtbar ist, wenn du Verstorbene siehst, wenn du lichtvolle Energien genauso wie unbewusste und dunkle Energien siehst und du nimmst alles wahr, dann kriegst du erstmal einen Fluchtreflex. Das ist einfach too much information. Und ich musste lernen, damit umzugehen. Heute lebe ich ein absolutes Sowohl als auch. Also für mich ist wirklich alles eins. Ich switche zwischen den Ebenen hin und her. Oder nein, auch das nicht, sondern sie sind alle gleichzeitig da. Und ich erzähle den Menschen nicht nur davon, sondern ich glaube, mein Job ist es, die Menschen das fühlbar, erlebbar, ihnen das bewusst zu machen, dass das in jedem von uns nicht nur verankert ist, sondern für jeden von uns normal ist. Und ich liebe es, aus der Theorie rauszugehen und jetzt wirklich in die bewusste Erfahrung zu gehen. Eigentlich mache ich das, was ich mir gewünscht habe, sie alle zu packen, zu schütteln und zu sagen, ey, komm,
schmeiß mal alle Konzepte beiseite, wir machen mal die Augen zu, ich zeig's dir. Cool. Und das macht einen Heidenspaß. Und vielleicht so als letzte Frage, wenn du in wenigen Worten es beschreiben dürftest, müsstest, könntest, was ist so die zentrale Botschaft, die dich selber sehr überrascht hat aufgrund dieser Erfahrungen und was du, wo du merkst, das will immer durch dich auch vermittelt werden? Was ist so das Zentrale? Dass wirklich alles Liebe ist. Oh, wie schön. Wir Menschen gucken auf diese Welt und sagen, das ist scheiße, das ist schlimm, das ist leidvoll, das darf nicht sein, das muss verändert werden und so weiter. Und das existiert in meiner Welt nicht mehr. In meiner Welt ist alles absolut okay, wie es ist. Und da schließe ich wirklich auch alles ein, auch Mörder ein, auch einen Krieg ein. Das können viele Menschen nicht verstehen. Mhm. Ich weiß, dass alles, was geschieht, einem höheren Sinn dient, alles unserer Entwicklung dient und wir alles selbst erschaffen haben. Und ich weiß, dass uns alle ein und dieselbe Essenz trägt und führt, und das ist die Liebe. Und wenn wir sie in uns nicht fühlen können, dann wird dieser Ruf in uns irgendwann immer, immer lauter, bis er nicht mehr überhörbar ist. Und dann ist das der Magnetismus, der uns wieder nach Hause zieht. In einen Zustand, der Mensch und Seele und Quelle miteinander vereint. Hm. Wunderbar. Ja. Wollt ihr den Weg der Liebe gehen? Schön. Vielen Dank, liebe Anke. Ja, neben dir ist der Alexander. Ich grüße dich, Alexander Kühn. Bei dir ist das Spannende, du hast eine sehr ungewöhnliche Karriere hinter dir, die eher so zufällig zu dir kam. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Alexander Kühn war ein echter Teenie-Promi. Alle kannten ihn als Honey in den Sendungen wie Germany's Next Topmodel, Dschungelcamp, Promi-Dinner und Co. Doch Alexander ist weit mehr als das. Zuvor lebte und studierte er in Australien, den Niederlanden, Spanien und England. Wurde zu Mr. Hessen gewählt und konnte so als reife Persönlichkeit den Medienzirkus in der Rolle des coolen Lovers mit einem gewissen Augenzwinkern erleben. Heute sieht er diese Promi-Abenteuer, als wäre es ein früheres Leben und lebt seine Spiritualität unter anderem als Moderator und Heilpraktiker. Aber vor allem als entspannter Beobachter des Zeitgeschehens. Ja, Alexander, ein sehr ungewöhnlicher Weg. Du warst in der Popwelt, High Society. Ich glaube, Menschen, die heute 30 sind, die kennen dich alle, wenn sie Fernsehen geschaut haben. Wirst du immer noch oft angesprochen auf der Straße? Mittlerweile ist es ruhiger geworden, aber ja. Ich wollte das auch so. Und meiner Meinung nach gibt es ja fast keine Zufälle im Leben. Das war schon alles so irgendwo so richtig, wie es passiert ist. Und auch diese Reise, mittlerweile bin ich Heilpraktiker, ich bin Moderator. Kollege, genau, bei Cosmic Xena. Ja. Und ich habe diesen Weg gebraucht, muss ich einfach so sagen. Und vielleicht hast du mich ja auch in die Sendung eingeladen, um allen Menschen da auch Hoffnung zu geben. Ja, also, egal, aus uns allen noch was werden. Egal, kann, ja? Was ihr erlebt habt, wo ihr herkommt, es besteht Hoffnung. Ja, und im Nachhinein war dieser Weg genau richtig für das, was ich jetzt tue und was ich auch tun werde. Aber du musst ja schon ein sehr bewusster Mensch gewesen sein, weil wenn ich das richtig mitkriege, hast du zwar diese wilde, bunte Welt in der Fernsehwelt alles genossen, alles durchlebt, aber irgendwo gab es einen Teil in dir, der auch schon ein bisschen das beobachtet hat. Das heißt, du hast dich nicht völlig verloren in dieser Welt. Ja. Heißt das, dass du vorher im Grunde auch schon ein bewusster oder sogar spiritueller Mensch gewesen bist? Ich habe das Ganze erst so mit 30 plus durchlebt. Das heißt, ich hatte schon eine gewisse Lebenserfahrung gehabt und bin da jetzt nicht als 16-Jähriger oder als 14-Jähriger da reingefallen. Und das hat mich dann zu krass geprägt in meiner Entwicklung. Das heißt, ich bin da mit 30 hin. Ich habe vorher 5 Jahre BWL in den Niederlanden und England studiert, habe 2 Bachelor, habe quasi für die Familie, für die Eltern habe ich sozusagen den Haken gemacht. Ja.
Ich lehre als Bauzeichner, nur mal so am Rande. Ja, ich danach nie mehr Stifte in die Hand genommen. Okay. Ja, genau. Und also auch für mich habe ich sozusagen den Haken dran gemacht. Ich habe dann 3 Fremdsprachen beherrscht. Ja. Und habe dann auch 6 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet, davon 4 Jahre selbstständig. Und dann kam das erst mit diesem, das hat sich dann so ergeben, das Ganze. Und ich hatte davor schon, das war so um die 2014, 2015, hatte ich schon ein Jahr lang gemodelt, also so Kataloggeschichten. Da habe ich mir dann nach den 6 bis 7 Jahre im Büro arbeiten, Buchhaltung, Finanzen, habe ich mir dann Sabbatical gegönnt und das war das Modeln. Na, da habe ich dann erstmal entspannt gelebt, habe die Jobs angenommen, Katalogsachen und dann kam das mit diesem Showbusiness. Das heißt, ich wusste schon, ich habe Marketing auch gehabt im Studium und Buchhaltung und ich wusste ja schon, was da auf mich zukam. Ja, deswegen war das auch so, ja, das ist ein Haifischbecken, das war mir klar und als Mensch war ich auch schon etwas gefestigt. Allerdings, jetzt im Nachhinein, war es doch echt so eine unheimliche Befriedigung des Egos. Ja, also ich habe mein Ego extrem ausgelebt in der Zeit. Also wenn man jung ist... Ist auch nichts Verwerfliches dran, oder? Ja, also viele junge Menschen haben ja, und ich damals auch, haben ja den Wunsch so nach berühmt sein, bekannt sein und nach Show und das zieht uns irgendwie an. Ja, das geht wahrscheinlich vielen so und immer mehr, wenn man sich die Influencer-Welt anschaut. Und ich hatte dann auf einmal die Möglichkeit, das extrem auszuleben und das habe ich getan, also in vollen Zügen. Und das war jetzt im Nachhinein für das Ego, also das ist so befriedigt worden. Das höre ich seitdem nicht mehr. Ah, so. Ja. Geht Spiritualität. So macht man das. Ja. Also es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Ob es jetzt das Ziel ist, weiß ich auch nicht. Aber ich bin so entspannt, was das angeht. Ich kann auch tagelang mit mir sein, mit meiner Freundin, mit meinem Sohn. Und ich muss nicht raus, ich muss nichts erleben, ich muss nichts mehr beweisen oder so. Und es hat auch dazu geführt, dass die Reise zu mir nach innen, dass ich das erlaubt habe und dass ich das überhaupt kann, dass ich ruhig mit mir sein kann. Und dafür bin ich dankbar, dass ich diese Zeit hatte. Toll. Danke. Also was ich da so mitkriege, auch bei euch beiden, ist, die Lebenskunst besteht vielleicht auch darin, echt den Impulsen zu folgen, was sein will, das einfach wirklich zu tun. Nicht zu bewerten, nicht zu so oberflächlich Ego und so, sondern hey, ich habe Bock und ich mache es. Ja? Und dann schauen, wo einen das Leben hinführt, oder? Ja, absolut. Es war auch ein reines Treiben lassen und passieren. Ja. Und es hat in dem Moment sich auch richtig angefühlt und Spaß gemacht. Und dann, wenn man dann sagt, irgendwann so nach 1,5 Jahren war das bei mir, habe ich so gemerkt, es gibt hier nichts mehr, es kann eigentlich nur noch schlechter werden, weil das ist hier in Deutschland auch, ist es jetzt auch kein Bereich, in dem man sich länger aufhalten will, weil es ist sehr viel Neid da, es ist noch eine Neidkultur und so weiter. Und Freunde aus Brasilien haben zu mir gesagt, hey, hättest du das in Brasilien erlebt, dann wärst du ein Star geworden, die hätten dich gefeiert. Und hier wurde ich halt sehr missverstanden zum Teil auch und mein Humor wurde nicht so richtig verstanden. Da kam er, ja. Aber es war ein Start zu einer Reise auch der Selbstentwicklung und da kamen dann ganz viele Bausteine, die ich dann halt entdecken konnte, so für mich. Und ja, das war auch nötig, um hierher zu kommen. Ne? Und dann kommen dann so Themen wie Selbstwert, dann fängt man erstmal an, okay, warum musste ich das überhaupt tun? Und dann kriegt man erstmal, das merkt man erstmal, ach mein Gott, mein Selbstwert, was ist denn mit meinem Selbstwert? Habe ich überhaupt Selbstwert? Was ist das? Warum habe ich das getan? Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und dann ging es erst richtig los. Gab es irgendwie ein Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich tiefgründiger leben oder war das eher so ein fließender Prozess bei dir? Ich hatte vorher schon durch eine Freundin Berührung mit Reiki. Wie wir es kennen, so mit, ne? Und dann hat sie gesagt, so jetzt schauen wir mal, was du in deinem vorigen Leben, wer du da warst, was du da gemacht hast. Leg dich mal hin. Und da war ich noch, hatte ich gar nichts damit zu tun. Das war so 2015 oder so.
Und dann habe ich dann wirklich in diesem Moment, ist ein Film abgelaufen bei mir und dann habe ich gesehen, wie ich in einem französischen Krieg auf ein Pferd geritten bin, von der Kugel getroffen wurde und vom Pferd gefallen bin. Das war so mein erster Berührungspunkt, wo ich dann wirklich für mich erkannt habe, oh, da gibt's was. Da ist irgendwas. Und das Zweite, wo ich dann auch so ein Erlebnis hatte, war eine Familienaufstellung, wo ich nur eine Person war, um jemanden zu spielen. Und dann kam derjenige, um den es eigentlich ging, der kam zu mir und wollte mich anfassen. Auf einmal ging da eine Energie und irgendwas durch mich hindurch. Und dann dachte ich, der hat mich nicht berührt. Was ist das? Hier passiert was. Und das waren für mich so die ersten zwei Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, hui, da gibt's noch mehr in dieser Welt, außer das, was ich jetzt hier fühlen kann. Cool. Ja. Und ich weiß von dir, dass du ein großes Herz hast für junge Menschen, dass du vielen Menschen begegnest und merkst, da ist eine junge Spiritualität am Wachsen. Magst du das mal so umschreiben, wenn du dich das beschäftigst? Also ich beobachte das ja auch bei einigen jungen Menschen schon, wie die unvoreingenommen miteinander umgehen und zum Teil auch so herzlich. Und das kenne ich gar nicht aus meiner Jugend. Mhm. Bei uns war das schon sehr rau und es war... Ja, es ging schon, war schon nicht so freundlich und offenherzig. Und ich sehe das jetzt bei jungen Menschen, dass die schon offen miteinander umgehen, dass die sich mögen, dass es da keine große Aggressivität mehr gibt. So. Mhm. Und da gibt es immer mehr von. Und das finde ich eine tolle Entwicklung, dass es in die Richtung geht. Und da ist natürlich auch unser Auftrag, die da drin zu bestärken, zu unterstützen, den Raum zu geben, auch als Vater, ja. Es ist ja auch für mich immer so ein Spiel. Ja? Mal muss ich Vater sein und dann muss ich auch, dann bin ich auch wieder jemand, der sich weiterentwickeln will und ich muss streng sein ab und zu. Der Trainer sein, der Unterstützer. Ja? Es gibt ja Situationen, da muss man halt mal was sagen als Vater. Und ja, aber das klappt immer besser. Cool. Okay. Wunderbar, Alexander, danke schön. Sehr schön. Ja, neben dir sitzt eine ehemalige Moderationskollegin vor vielen Jahren, fast schon in einem früheren Leben, warst du eine sehr bekannte Moderatorin, bist dann auch einen spannenden Weg gegangen und das schauen wir uns jetzt mal an. Sabrina Fox. Einst eine erfolgreiche TV-Moderatorin, erfand sich eines Tages komplett neu und begann über ihre Begegnungen mit Engeln, ihren spirituellen Weg, ganzheitliche Beziehungen und vieles mehr, was ihr begegnete, zu schreiben und zu sprechen. Heute kennt man sie als eine barfußlaufende, entspannte und geerdete Vermittlerin einer alltagstauglichen Spiritualität. Wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen. So ihre Überzeugung. Was macht eine tiefe, erfüllende Beziehung zum eigenen Selbst und anderen Menschen aus? Wie können wir Geburt und das Verlassen des Körpers auf ganzheitliche Weise verstehen? Und was bedeutet es, ein bewusster Mensch in dieser Welt zu sein? Freut euch auf berührende Antworten von Sabrina. So, ja, Sabrina, schön, dass du hier bist. Danke, Thomas. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, dein Werdegang. Und ich finde, du bist für mich so eine Herzenslehrerin einer völlig normalen, geerdeten Spiritualität. Ich finde das toll. Und du machst auch so, wie es für dich ist. Zum Beispiel, dass du seit vielen Jahren barfuß läufst, auf eine völlig natürliche Art und Weise, ohne missionieren zu wollen und so etwas. Und naja, ich finde, ein bisschen missionieren will ich schon. Okay. Stimmt, ein Buch hast du ja auch geschrieben. Ja. Ja, aber du erzählst einfach davon. Du erzählst einfach davon. So, aber und du lebst auch für so eine, du vermittelst eine sehr normale, geerdete weibliche Spiritualität, was ich auch so wichtig finde heute. Und ja, schon mal toll, Dankeschön, dass du das machst. Ja. Wir haben ja schon gesehen, du hast eine Fernsehkarriere hinter dir, bekannte Moderatorin. Ab wann begann für dich eigentlich der spirituelle Weg oder gab es den vorher auch schon, aber verdeckt? Also wenn er verdeckt war, war er wirklich sehr verdeckt. Mhm. Den gab es ja vorher eigentlich nicht. Ich war schon sehr angepasst, wie Anke vorhin ja auch erzählt hat, das war auch so ein ähnlicher Weg wie meiner. Ich bin, das ist häufiger so bei Kindern von Alkoholikern, die schauen immer nach außen, ist alles in Ordnung, sind alle gut, weil die Gefahr ja innerhalb der Familie ist und da muss man immer sehr vorsichtig sein. Und wenn man das gelernt hat, dann hört man nicht auf eigene
Gefühle oder Stimmungen oder was einem wichtig ist, sondern der Blick geht ausschließlich nach außen. Und das hat dich sehr expert verfeinert, diesen Blick nach außen. So weit, dass ich überhaupt nicht wusste, wie es mir überhaupt geht, was ich fühle. Und das hat dann erst aufgehört, nachdem ich irgendwann mal da saß und dachte, ich habe eigentlich alles erreicht und mir wurde versprochen, dann bin ich glücklich. Und ich war nicht glücklich, eindeutig nicht glücklich. Und ich war also auf diesem Berg, den man angeblich besteigen muss, und dann ist man da oben und dann habe ich festgestellt, da ist nichts, was mich interessiert. Und dann habe ich einfach gemerkt, so Stück für Stück, dass es da noch was anderes geben muss, als das, was ich mir eingebildet habe, was es gibt. Und dann habe ich also wirklich begonnen mit Stille, mit Meditation, habe einen Lehrer und eine Lehrerin nach der anderen gehabt, hatte das Glück, ein paar wirklich schlechte Lehrerinnen zu haben und Lehrer, weil das mich daraufhin zurückgeworfen hat, was, glaube ich, echte Spiritualität ist, nämlich niemanden zu folgen. Ja. Und in dem Moment, wo wir folgen, das habe ich von Anfang an gesagt, wie ich dann anfing, ein bisschen in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn ihr mir folgt, seid ihr auf jeden Fall auf dem falschen Weg. Weil ich folge meinem Weg und das ist das, was moderne Spiritualität ausmacht. Alte Spiritualität war, da ist jemand, der weiß, wie es geht und wir folgen. Und dann, das wissen wir ja, was wir davon haben, diverse Religionen, die alle meinen, sie wissen den einzigen Weg und an dem man sich genau richten muss. Und ich glaube, und so habe ich das in den letzten 35 Jahren gemacht, Stück für Stück dem eigenen Weg zu folgen. Da geht's hin, da geht's, da doch nicht, dann wieder darüber. Und so schiebt man sich durch. Ah, das klingt interessant, das ist ja toll, das ist ja super, aber den Teil behalte ich, den mache ich nicht. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was wir uns selber mitgeben können. Man muss es selbst erforschen, die Selbsterforschung. Es ist toll, wenn zum Beispiel Anke hat ja erzählt, was sie erlebt hat, und wir haben einmal schon darüber gesprochen. Das, was Anke in so einem Schlag erlebt hat, durch ihr Feuer, durch ihren Unfall, habe ich über 30 Jahre erlebt. Ja, also jeder Weg ist so unterschiedlich in seiner Gestaltung. Und das, was Anke dann nach ihrem Erlebnis aufräumen musste, habe ich dann vorher aufräumen müssen. Also das ist, wir sind so unterschiedlich. Ja, so sind die Wege unterschiedlich. Du hast es integriert jahrelang. Ja. Ja, aber das ist so entscheidend, was du sagst, ja, sich selber auf den Bewusstseinsweg zu begeben, auch den Mut zu haben, was zu tun, dem Herzen zu folgen, oder wie würdest du es beschreiben? Ja, das Herz ist ja so eine Sache. also im Idealfall, folgen wir dem Herzen. So, das Herz sagt uns aber vielleicht auch, wenn wir zu viele Liebesfilme gesehen haben, irgendwann im dritten Stock kommt der Prinz mit seinem Pferd zu mir und wenn ich nur lang genug warte, dann kommt er auch. Also wir müssen schon, die meisten Gefühle reden wir uns ein. Das ist auch ein wirklich sehr wichtiger Punkt, dass nicht jedes Gefühl, das wir haben, eindeutig aus der Tiefe kommt, sondern das kommt oft aus, es hat mich heute keiner angerufen, liebt man mich nicht und wieso passiert das denn nicht? Also da muss man sehr vorsichtig sein mit Gefühlen. Und ich glaube schon, wir haben alle in uns so ein Gespür von, da geht's lang. Und selbst wenn wir mal Schritte wo reingehen, wo wir merken, ich dachte, da geht's lang, aber spüre eigentlich, es wird immer enger. Und in dem Moment, wo es enger wird, wo es engstirniger wird, wo ich nur Recht habe und sonst niemand, also das ist auch so eine Gefahr. Ich weiß alles und sonst die anderen sind leider alle Idioten, aber man kann nichts dafür. Also, und da merken wir, da sind wir in Judgment, da wird es enger, alles andere ist falsch und da ist das Herz nicht mehr auf. Und ich glaube, die eine meiner Lehrer hat zu mir mal gesagt, eine der guten, macht es dein Herz auf oder macht es dein Herz zu? Und das ist eine richtig schöne, also es hat mir in meinem Leben sehr viel geholfen. Schon.
Okay, aber es gab ein paar Lehrer, Lehrerinnen, die waren auf deinem Weg. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, mein Herz führt mich zu dem und mal sehen, wo mich die Erfahrung hinführt. Vielleicht so auch in die Runde allgemein, was würdet ihr sagen? Es gibt ja keine Regeln für alle, sondern jeder hat ja so seinen Weg. Woran erkenne ich einen guten Lehrer? Gibt's also erstens, dass er nicht will, dass du ihm folgst. Das ist schon Regel Nummer eins. Und eine zweite Regel ist auch, wenn jemand zu viel Followers hat, also bewundernde Menschen um einen herum. Also da geht bei mir, da ist schon die Alarmstufe von Orange leicht auf Rot. Weil wenn jemand dann so viel Bewunderung braucht, dann ist oft das Ego, was gefüttert wird, aber nicht das, was wirklich die Person ausmacht. Und ich glaube, das ist schon ganz entscheidend. Und ehrlich gesagt, das milde Lächeln, das kommt bei mir auch ganz schlecht an. Also, so ein gönnerhaftes, mildes Lächeln. So. Ach, und was macht das mit dir, junger Mann? Da stehen bei mir schon auch die ganzen Haare zu Berge. Also ich glaube, wir wissen schon, manchmal wollen wir jemand folgen, weil wir einfach, das ist zu anstrengend, wir müssen alles neu, wir haben am Tag 1000 Möglichkeiten, die wir entscheiden müssen, und manchmal ist es einfach nett, wenn jemand davor steht und sagt, ich weiß, wo es lang geht, folgen Sie mir, dann macht man so ein bisschen, denkt man sich, ja, das mache ich jetzt, der oder dem folge ich jetzt mal, und nach einer Weile denkt man sich, wo gehen die überhaupt hin? Will ich da überhaupt hin? Und dann hört man wieder auf. Also wir sind schon sehr gescheit, glaube ich. Du hast dieses Miteinander angedeutet, beziehungsweise, dass jeder erstmal denkt, mein Weg ist der allein selig machende. Und trotzdem sehen sich ja viele Menschen nach einem Miteinander, nach einem neuen Miteinander. Aber ich empfinde dich so, dass du schon deinen sehr privaten, spirituellen Weg gehst und darüber auch erzählst. Wie privat ist eigentlich der spirituelle Weg? Es kann ja niemand an unserer Stadt unseren Weg gehen. Also es ist schon dieser eigene individuelle Weg, aber wir können uns austauschen. Wie würdest du das sehen? Also miteinander und das eigene. Also ich lebe ein Leben ohne Geheimnisse. Ich habe keine Geheimnisse. Ah. Und ich hatte früher einen Haufen. Und ich glaube nicht, dass die Seele Geheimnisse will. Also alles, was ich weiß noch, ich hatte mal, ihr kennt ja das so, wenn man sich so schämt für Sachen, die man getan hat. Und es gibt in meiner, ich war früher mal Fernsehmoderatorin, da gab es so eine Situation, da habe ich einen Mann gehabt, den ich sehr geliebt habe, und da hat er ein Foto gemacht, während wir uns geliebt haben. Und für viele Jahre war dieses Foto, das war damals noch nicht digital, das war noch schwarz-weiß und überhaupt, das hat mich lange Jahre belastet, weil ich gedacht habe, irgendwann mal ist das in der Bildzeitung, irgendwann mal passiert damit was. Und dann bin ich auch so durch meine Ängste durch und habe gedacht, okay, wie wäre ich das los? Und dann habe ich in einem meiner Bücher darüber geschrieben. Das ist meine Angst. Das kann irgendwann mal passieren. Und dafür habe ich Schiss. Und ich war damals verheiratet und habe an meinem Mann dabei auch nicht davon erzählt. Und dann nahm ich mir so ein Herz, weil damals war es sehr schwierig für mich, mich auszudrücken. Und habe zu ihm gesagt, du pass auf, ich wollte dir sagen, es kann sein, dass da irgendwann mal sowas auftaucht. Und ich habe dir das bisher nicht gesagt, weil ich mich geschämt habe. Und dann schaut er mich an, völlig erstaunt, und sagt, also auf Englisch hat er gesagt, weißt du, was ich alles gemacht habe? Wenn es davon Fotos gäbe, dann würde ein Magazin nicht ausreichen. Und dann dachte ich mir, oh, das war das ganze Problem. Und dann habe ich gemerkt, wie oft wir uns in Gedanken, in so Problematiken reinstürzen. Niemand spricht mehr mit uns. Die Welt bricht zusammen. Nichts ist mehr so, wie es war. Null. In dem Moment, wo wir uns mitteilen, und das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, alles, was mich betrifft, einfach mitzuteilen. Meinen Liebsten, meinen Freunden, auch in meinen Büchern. Weil es mich befreit. Und das ist ein sauschönes Gefühl. Wunderbar, ich danke dir. Sabrina Fox. Danke. Hey. Ja, Patrick, wir saßen gestern Abend zusammen und haben uns auch mal ein paar Geheimnisse erzählt, die ich jetzt nicht kundtun möchte. Manches ist auch privat, aber, ne? Also insofern, ja, Wahrheit befreit. Jemand hat es bedauert. Okay, hinterher vielleicht im Gespräch. Ja. Ja, Patrick, du bist ein spiritueller Lehrer. Und also dieses Lehre bewusst so gesprochen, und mich interessiert, wie für dich so, vielleicht auch gab es mal eine Verführung, dass Menschen dich anhimmelten, wie gingst du damit um?
Kannst du überlegen, was du antworten möchtest, denn jetzt sehen wir erstmal Patrick Petrazzoli, was ihn ausmacht. Patrick Petrazzoli ist Heiler und Lehrer. Er scheint auch selbst in einer gewissen Leere und Stille zu ruhen, aus der er uns humorvoll immer wieder an die Essenz des Lebens erinnert, das pure Sein. Nach tiefen mystischen Erlebnissen in Indien gründete er 2006 in Bern das spirituelle Zentrum Die Quelle, schrieb Bücher und veranstaltete Kongresse. Sein Wesen ist das Heilen und Sprechen aus dem Sein. Seine Qualität ist es, jeden so zu nehmen, wie er ist. Die Welt zu einer besseren zu machen durch ein liebevolles Miteinander ist sein Bestreben. Was ist das Geheimnis seiner Zufriedenheit, in der er regelrecht zu baden scheint? Wir werden es ergründen. Ja, ihr Lieben, lieber Patrick, ich habe ein bisschen was über dich gesehen. Du bist auf der einen Seite Heiler, spiritueller Lehrer, leitest auch ein großes spirituelles Zentrum. Meine Frage war, was mich wirklich interessiert, gab es bei dir schon auch manchmal die Herausforderung, die Verführung, wenn es Menschen gab, die dich jetzt anhimmelten, wie gingst du damit um? Erlebst du das häufiger oder nicht so? Ja, also es ist immer gefährlich. Man muss immer bei sich schauen, weil die Arroganz des Egos und die spirituelle Arroganz des Egos ist sehr gefährlich. Mhm. Und ich bin immer vorsichtig, auch bei Heilungen. Ich erlebe viele Wunder, die geschehen, kleine, große Wunder, keine Wunder. Es geschieht alles. Und dann, wenn Menschen kommen und sagen, hey, wow, ich habe ein Wunder erlebt bei dir oder es ist eine Krankheit weg, dann freut es mich sehr, dass das passiert ist, aber ich habe es nicht gemacht. Mhm. Deshalb sage ich ja auch, es ist Heil er. Er ist das große Mysterium in uns allen. Er ist diese Liebe, diese bedingungslose Liebe. Und ich kann nicht die Lorbeeren eintreiben dort. Das wiederum hilft mir aber auch, wenn es nicht klappt. Wenn jemand kommt und sagt, also, du bist ein Scharlatan, das funktioniert gar nicht, was du machst. Dann sage ich, okay, vielen Dank, aber ich habe es nicht gemacht. Und das hilft mir sehr. Also das, dort muss ich immer, ich muss sehr bei mir schauen. Und das Ego ist sehr heimtückisch, es kennt mich sehr gut. Ich bin der Programmierer davon. Und das Programm habe ich so gut programmiert, dass es ein Selbstläufer geworden ist und hat Antivirenprogramme und Gegenprogramme. Zum Beispiel, wenn du dann plötzlich spirituell wirst, sagt das erste Programm, stopp, nicht weiter. Oder mach das, nein, hier auch nicht. Also es sind viele gute Programme, die ich programmiert habe und Angst, Sorgen, Zweifel und vieles, vieles mehr. Und da darf man gut hinschauen und ich vor allem, weil ich bin ja mittendrin in diesem Spiel. Ja, und bist du dann der Handelnde oder geschieht etwas durch dich? Oder wie geschieht Heilung, die ja manchmal geschieht? Ja, dort ist auch zu sagen, dass es ein kosmisches, großes Spiel ist hier. Ja. Und aus meiner Sicht ist alles gegeben. Also wer krank wird, ist gegeben. Wer der Heiler ist gegeben. Was passiert, ist gegeben. Und vieles, vieles mehr. Also ich kann mich eigentlich zurücklehnen im Leben. Mhm. Und einfach das Leben genießen, in Anführungszeichen. Das Leben ist nicht einfach hier im Moment auf diesem Planeten. Ängste, Sorgen, Zweifel, Herzschmerz, Krankheiten, Tod, Kriege. Das ist nicht so einfach, alles zusammen. Und aus meiner Sicht, und das ist einfach meine Sicht, deshalb bin ich froh, wenn jeder eine andere Sicht hat und glaubt mir nichts, prüft alles. Für mich ist das Leben ein Film. Ich sitze im Kino und schaue den Film von Patrick. Und was wir machen, ist immer aufstehen im Kinosaal. Hey, halt, anders dort, nein, dort mehr, nimm die, oh. Und wenn du im Kino bist und so jemand neben dir hast, das ist mühsam. Dann sag ich, psst, Ruhe, der Film ist abgedreht, schon als wir das Kinoticket gekauft hatten. Und das ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein schaut im Kino einen Film von Patrick in einem Körper, eine Geschichte. Da weine ich, da lache ich. Da fühle ich Herzschmerz, dann werde ich verlassen, dann verliebe ich mich und vieles, vieles mehr. Und das Bewusstsein braucht es, damit man einen Film schauen kann. Aber fast niemand kommt ins Kino und schaut nach hinten. Nie jemand schaut nach hinten. Ich habe sicher 1000 Kinofilme besucht, ich habe vielleicht 2-mal nach hinten geschaut und habe gesehen, dort ist ein Hellraumprojektor, ein Licht. Und dieses Licht ermöglicht, dass es überhaupt einen Film gibt. Nämlich der Film ist ein Schattenspiel vor dem Licht.
Und wir als Bewusstsein denken, wir sind das Schattenspiel und versuchen das Schattenspiel noch glücklich zu machen. Oder was auch immer, oder Einfluss zu nehmen aufs Spiel. Ich längst nicht mehr, ich lasse das Spiel spielen, das Bewusstsein sitzen. Ich bin Licht, ich bin Liebe. Und das klingt dann immer so schön in der Spiritualität und verschiedene Menschen sagen, ja, Licht und Liebe. Aber du kannst den Film wegnehmen. Du kannst das Bewusstsein wegnehmen, aber Licht nicht. Ohne Licht gibt's nichts. Und deshalb sind Kinder und deshalb kommt das Kindliche in mir wieder nach vorne. Diese Glückseligkeit, diese Lebensfreude, einen Film zu schauen von Patricks Film, das ist mein Film hier. Ihr seid alle hier in meinem Film und ihr seid wunderbar. Und vielleicht seid ihr... Und ich denke mir immer, ihr seid alle Engel und habt euch gut eingepackt in wunderschöne Kleider und kommt daher. Und das Einzige, was ihr macht, ist immer, hey Patrick, wach auf, es ist ein Traum. Wach auf, wir sind da für dich. Ah, schön. Ja, dieses Filmsymbol liebe ich auch sehr. Ja. Wir sind ja Schauspieler, sind aber eigentlich auch Regisseure, sind aber auch Beobachter. Je mehr wir lernen, auch mal Beobachter zu sein, umso mehr sehen wir, es geht ja wie von selbst. Ja. Und ich kenne auch so diese Erfahrung, ich gehe spazieren und plötzlich läuft es. Wer läuft hier eigentlich? Das ist schon sehr, sehr interessant. Das heißt, eigentlich führt uns das Leben schon automatisch immer dahin, wo es gerade sein soll. Und was ist jetzt das Geheimnis? Wie können wir da noch mehr vertrauen? Es ist so, das Leben lebt sich selbst. Das Leben gehört niemandem. Hier drin ist pure Energie, bis ans Ende des Universums und wieder zurück. Alles ist hier im Raum und uns gehört nichts. Wem gehört Energie? Wem gehört Leben? Niemandem. Sobald ich denke, das ist mein Leben, beginne ich zu leiden. Sobald ich denke, das ist mein Körper, mein Denken, mein Leben, meine Welt, beginnt Leid. Sobald ich das erkenne, immer mehr, lasse ich alles los. Mir gehört nichts, ich habe keinen Kassenzettel von Zalando Jenseits für diesen Körper. Ich weiß nicht, dass ich ihn gekauft habe. Er hat mir auch noch nie gesagt, ich gehöre dir. Und so ist mein und das alles erzeugt Leid und ich wollte einfach herausfinden, was erzeugt Leid? Ich möchte das Leid in mir beenden und den Menschen erzählen können, was der Weg des Leidens ist. Sie müssen mir nichts glauben. Ich gehe diesen Weg, wobei ich jetzt erkannt habe, es gibt nicht mal den Weg. Es gibt gar keinen Weg dahin, weil wir sind Licht. Und wenn ich die Sonne frage, du Sonne, erzähl mir doch bitte das große Geheimnis, den Weg ins Licht. Dann bekommt die Sonne einen Lachanfall und sagt, ich kenne keinen Weg dorthin. Ich bin Licht. Und das ist das, was wir sind. Wir sind Licht und Liebe und denken, ich bin Patrick in einem Körper, in einer Welt und müsste dort noch glücklich sein. Spirituell werden dort und die Leute noch retten. Ich habe keinen Auftrag. Bei dir finde ich auch so spannend, dass du eben auf der einen Seite als Heiler, als spiritueller Lehrer unterwegs bist. Lehrer, würde ich sagen, anderes Wording. Aber auch ein spirituelles Zentrum leitest, große Kongresse organisierst, in einer großen Leichtigkeit, finde ich. Wie hat sich das entwickelt und wie nimmst du auch so heute die spirituelle Szene wahr? Wird es leichter, weil so viele Seelen mitwirken, zusammenwirken? Ja, also wenn ich die Zeitqualität jetzt anschaue, muss ich sagen, es ist schon schön, wenn es ein großes Zusammen gibt. Ja. Jeder natürlich für sich, bei sich heilen, aufräumen, in die Liebe kommen, in der Liebe erwachen und doch eine Vernetzung mit liebenswerten Menschen und zusammen dann für die Tiere, für diesen wunderbaren Planet. Ich meine, wir sind wirklich im Paradies auf Erden und dieser Planet ist einfach etwas Schöneres im Universum, kenne ich kaum. Gut, ich war noch nicht überall. Ich müsste das UFO ausborgen da, damit ich da herumfliege. Aber wer weiß, wo wir schon überall waren. Ja. Das auch, ja. Aber dass wir zusammen wieder, jeder hat seine Talente und Fähigkeiten und ich kann kein Haus alleine bauen. Ich bin froh, sind so viele. Also, und ich bin, wenn ich hier in der Talkrunde sitze, dann höre ich Anke und dann schmilzt mein Herz daher. Dann denkst du, nein, wie schön und die Geschichte und wie und was. Und dann kommt so der Alexander und dann denkst du, wow, der Alexander und die Geschichte und wie und wow, hey, und das schmilzt sich daher und dann kommt die Sabrina. Und dann, also, es ist unglaublich schön, wie ihr alle seid, wie wir sind. Und wenn wir uns alle die Hand reichen, dann können wir wunderschön dieses Paradies auf Erden wieder hierher bringen.
Ja. Und ich glaube, das braucht diese Zeit, diese Botschaft, diese Erinnerung daran, dass wir alle glücklich sein wollen, uns alle nach Liebe sehnen. Ja, wow, okay, let's go for it. Schön, Patrick, dankeschön. Okay. Ja, Bianca. Bianca Sommer, ich grüße dich. Dein Thema ist ja das Thema der Kommunikation und das schließt da an. Ja, miteinander wieder ins Gespräch kommen, Kommunikation nicht nur miteinander, sondern mit den Tieren, mit Verstorbenen, mit der geistigen Welt und was du alles schon gemacht hast und so, das schauen wir uns jetzt mal an. Bianca Sommer steht für die Herzverbindung zu allem, was lebt, zu den Mitmenschen, vor allem aber zu den Tieren, zur Natur, ja auch zur geistigen Welt. Sie selbst hat ihre Sinne offen, kommuniziert auf völlig natürliche Weise mit den Pflanzen, mit Hunden und Katzen, mit Verstorbenen und mit geistigen Helfern. So hilft sie durch diese Botschaften vielen Menschen auf ihrem Weg. Und das geschieht auf vielfache Weise. Durch Beratungen, durch ihr Buch Das heilende Wissen der Tiere und durch diverse Ausbildungen, die sie seit mehr als 10 Jahren anbietet. Das Leben meint es gut mit dir. So ihre Botschaft. Vertraue den Zeichen, die auch dich umgeben und wisse, auch du bist mit allem Leben über das Herz verbunden. Ja, Medialität ist dein Thema, aber ich habe das Gefühl, du machst es ja nicht im heiligen Raum, sondern es geht darum, den Menschen zu helfen auf ihrem Bewusstseinsweg, auch den Tieren zu helfen. Wie ist denn das alles entstanden bei dir? Warst du schon als kleines Kind hellsichtig? Hast du ganz viel wahrgenommen? Wie ist denn so dein Werdegang gewesen? Ja, tatsächlich habe ich als Kind vor allen Dingen erstmal das besondere Händchen für Tiere gehabt, dass im Prinzip auch Tiere zu mir rangekommen sind, die sich von niemandem haben anfassen lassen. Und ich wusste immer, was die brauchen. Ich wusste, wie es denen geht. Ich wusste, der Hund ist traurig, weil, oder die Katze hat Bauchschmerzen. Und habe aber so gemerkt, das hat niemand anders gehört oder gesehen oder gespürt. Ne? Und das verunsicherte mich natürlich auch. Ne? Das macht einfach unsicher, wenn du, für dich ist ganz klar, der Hund ist traurig und niemand merkt's. Und ja, ich habe natürlich dann auch nicht viel drüber geredet. Und ich habe auch als Kind schon ganz oft Sachen wahrgenommen, bevor sie passiert sind. Mhm. Also ich wusste beispielsweise manchmal, wenn ich Menschen gesehen habe, die leben nicht mehr lange. Oh. Und war das schwer, damit umzugehen? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn man klein ist, mit sowas umzugehen. Vor allen Dingen hat mir mein Gefühl auch da schon gesagt, du kannst jetzt nicht rausplatzen und sagen, du stirbst in 3 Wochen. Das geht nicht. Mhm. Also das wusste ich schon als Kind, das macht man einfach nicht. Ne? Ja, was habe ich also gemacht? Geschwiegen. Und für mich war es eigentlich trotzdem immer klar, es gab so feste Überzeugungen oder ein Wissen, was ich in mir getragen habe, beispielsweise wusste ich eben, es ist mit dem Tod nicht vorbei. Und ich habe immer Antworten gesucht. Ich habe mit 13 die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen, auf der Suche nach Antworten. Kleiner Spoiler, ich habe sie nicht gefunden. Also nicht in der Bibel. Aber ich habe meine Antworten dann mit 14 gefunden im Physikunterricht, als wir bei der Energielehre waren und es dann hieß, Energie geht nicht verloren, sie wandelt sich nur um. Und zack, da war meine Antwort. Und für mich war eigentlich mit diesem Satz alles klar und alles gesagt. Weil was ist denn das, was uns antreibt? Es ist die Energie. Wir selbst sind Energie. Jeder Gedanke, jedes Wort ist Energie. Und damit war für mich auch klar, wenn Energie nicht verloren geht, dass eben auch diese Kommunikation natürlich jederzeit möglich sein muss. Und ich habe es ja als Kind eben auch schon erlebt. Und auch ich habe dann so diesen klassischen Weg gemacht, einen anständigen Beruf zu lernen. Ich bin gelernte Bankkauffrau. Tiere haben mich aber nie losgelassen. Und es gab für mich einen Zeitpunkt in meinem Leben, ich war im sicheren Job, öffentlicher Dienst und so meine Generation weiß, was das bedeutet und die darüber hinaus natürlich erst recht. Aber es gab dann einen Tag, wo ich wirklich zu Hause gesessen bin und aus dem Nichts gesagt habe, ich kann da nicht mehr hingehen. Jeder Tag, wo ich da hingehe, ist wie wenn ich eine Tasse Gift trinke. Also es war für mich wirklich so dieses Gefühl, wenn ich dort wieder hingehe, ich vergifte mich innerlich. Und in dem Moment ist eigentlich für mich die Entscheidung gefallen. Ich hatte keine Ahnung, was ich danach mache, wo mein Weg hinführt. Ich wusste nur,
nicht mehr dorthin. Und habe dann für mich natürlich geschaut, was kann ich machen, habe dann erstmal eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht. Darüber kam die Tierkommunikation wieder auf mich drauf zu. Ich habe einen Artikel drüber gelesen, auf einmal hat das Ding für mich einen Namen gehabt. Und auf einmal wusste ich, was das gewesen ist, was ich als Kind oder seit ich klein bin eigentlich schon gemacht habe. Und habe dann gesagt, okay, das Ding hat einen Namen, das gibt's also wirklich. Und habe dann entsprechende Ausbildung auch in dem Bereich mitgemacht und habe einfach gemerkt, okay, es funktioniert. Ja. Und über die Tierkommunikation bin ich dann eigentlich auch zur Ausbildung zum Jenseitsmedium gekommen, eigentlich weil ich das weghaben wollte. Weil je mehr ich mit der Tierkommunikation gearbeitet habe, desto mehr haben sich für mich einfach die Türen geöffnet. Okay. Ja. Und ich habe dann permanent die Verstorbenen gesehen. Nur das Problem war, ich habe die genauso gesehen, wie ich jetzt jeden hier im Raum sehen kann. Und das hat dann manchmal zu etwas seltsamen Situationen in der Münchner Innenstadt geführt. Und für mich war es eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt dahin, weil dann lerne ich, wie ich den Ausknopf drücke. Ich will das wieder weghaben. Mhm. Und ja, alle, die hier vorne sitzen, wissen auf jeden Fall, wie das ist, wenn wir was planen und die geistige Welt fällt nach vom Stuhl. Ne? Das passierte dann bei mir tatsächlich sehr schnell in einem Ausbildungswochenende, als dann die Frage gestellt wurde, und wer von euch will damit arbeiten? Und zack, passierte der. Mhm. Und ich konnte meinen Arm nicht mehr runtertun. Es ging nicht. Ich hing wirklich dran. Ich habe versucht, den Arm runterzunehmen. Ich habe den Kopf geschüttelt. Ich war fix und fertig in diesem Moment, weil mein Arm da oben war und nicht mehr runter wollte. Und habe dann für mich aber gesagt, okay, irgendeinen Grund wird es haben. Dann schauen wir mal. Ich glaube, dass dieses dann schauen wir mal war für mich mit einem Schlüsselmoment. Nämlich ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, irgendwer, irgendwas weiß besser, was mein Weg ist, als ich das momentan hier weiß. Weil da wissen wir sowieso nichts. Wir meinen immer da wahnsinnig viel zu wissen. Und der da oben macht ja meistens doch nur Unfug. Und von diesem Moment an habe ich mich eigentlich führen lassen. Ich meine, ja, es gab dann schon immer noch oder gibt immer noch Momente, wo mein Geistführer mir was sagt und ich dann sage, ja, ja, später, später. Oder ich dann mal irgendwas mache, wo mein Geistführer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, ja, endlich hat es begriffen. Aber es ist einfach für mich, mein Herz hängt tatsächlich ganz, ganz stark an den Tieren. Und ich möchte einen Satz, den du eingangs gesagt hast, ein kleines bisschen umwandeln. Weil du hast gesagt, ich möchte mit meiner Arbeit den Tieren helfen. Nein, ich möchte mit meiner Arbeit erreichen, dass wir endlich begreifen, wie sehr die Tiere uns helfen. Ja. Es berührt mich auch sehr, ich kenne dich ja auch schon eine Weile und diese Liebe zu den Tieren ist so etwas Wichtiges in der heutigen Zeit. Und das vergisst man oft so, man sagt, es ist ein spiritueller Weg und ich meditiere. Die Tiere sind unsere Gefährten. So Haustiere, sie haben auch eine Aufgabe. Wie würdest du es beschreiben? So, warum kommen Haustiere in unser Leben? Nicht zufällig, oder? Zufall heißt ja, es fällt dir zu, was fällig ist. Ja. Ja. Meine Erfahrung ist, dass die Tiere, die in unser Leben kommen, die für uns eine Rolle spielen, die haben bei uns eine Aufgabe. Die sind, wie ich immer gerne sage, unsere spirituellen und persönlichen Entwicklungshelfer. Sie kommen zu uns, um uns unsere Themen zu zeigen. Das heißt, sie spiegeln uns beispielsweise unsere eigenen Themen, wo wir nicht hinschauen wollen. Und natürlich müssen es die Tiere dann manchmal übertreiben, weil sonst fällt es uns ja nicht auf. Und dann schauen wir ja nicht hin. Wir schauen ja erst hin, wenn es extrem wird. Oder manche Tiere spiegeln nicht die eigenen Themen, manche Tiere zeigen uns den Weg daraus, zeigen uns, wie es gehen kann. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche einen Hund im Gespräch, der sehr aggressiv Artgenossen gegenüber reagiert. Und das Frauchen wollte wissen, warum macht er das? Mhm. Ja? Und dann habe ich gesagt, wie gut kannst denn du Grenzen setzen? Ja, gar nicht. Ich sage, schau, und dein Hund zeigt dir, wie es geht. Dein Hund geht nach vorne und verbellt seine Artgenossen und setzt da eine zu deutliche Grenze, wirklich zu deutlich in diesem Fall, aber er macht das, um dir zu zeigen, wie das Ganze geht. Und das sind zum Beispiel Situationen, wo jeder Hundetrainer, jeder Tierverhaltenstherapeut zum Scheitern verurteilt ist, weil das die Lebensaufgabe dieses Hundes bei diesem Menschen ist, dem Menschen zu zeigen, schau mal, so macht man das. Mhm. Und das Problem bei dem Tier, das Problem hat ja der Mensch eigentlich nicht das Tier, weil für das Tier ist das gerade super, das macht seinen Job, ne? Nur die Menschen hören halt nicht zu.
dieses Problem, was der Mensch mit dem Verhalten seines Tieres hat, löst sich dann auf, wenn der Mensch im Prinzip lernt aus dem, was das Tier ihm mitteilen will und da was verändert. Und dann lösen sich diese Probleme meistens in Luft auf. Weil sobald der Mensch das gelernt hat und gelernt hat, Grenzen zu setzen, hat dieser Hund es nicht mehr nötig zu zeigen, wie das funktioniert, weil der Mensch hat es gelernt. Ja, in deiner Arbeit kriegt man auch so mit, wir leben in einem multidimensionalen Kosmos, wir sind selber multidimensionale Wesen, das ist ja auch sehr spannend, das mal so zu sehen, es gibt Geistführer, es gibt wohl Engel und so. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht zu wissen, dass ich Geistführer habe? Oder muss ich das gar nicht wissen, weil ich werde sowieso vom Leben geführt? Also geführt werden wir alle, wenn wir uns führen lassen. Mhm. Ja? Man kann nur dann geführt werden, wenn man es zulässt, wenn man einfach diesen Impulsen, die man bekommt, und die hat jeder einzelne Mensch, wenn man diesen Impulsen folgt. Nur ich glaube, dass jeder auch die Situation kennt, wenn man Entscheidungen treffen muss. Man überlegt dies, man überlegt das, das ist so ein stetiges Hin und Her. Und am Ende sitzt man 2 Jahre später dann, hat immer noch keine Entscheidung getroffen, weil man einfach... ja, manchmal zu sehr im Verstand verharrt, weil wir uns 199.000 Gedanken machen, was alles passieren könnte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen 199.000 Sachen was eintrifft, die geht gegen null. Mhm. Ja? Meistens kommt es ja eh ganz anders. Und wenn man im Nachhinein auf solche Situationen zurückschaut, wird man eigentlich immer erkennen, dass der erste Impuls, das, was man gefühlt hat als Weg, dass das das Richtige ist. So wie ich damals gefühlt habe, ich kann da nicht mehr hingehen. Ich habe gekündigt. Ich habe im öffentlichen Dienst gekündigt, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung, wo mein Weg hingeht. Es war mir aber auch egal, weil ich wusste, ich finde meinen Weg. Und unser Problem, was wir Menschen ganz oft haben, und das betonen die Tiere auch immer wieder so schön, ist, wir wollen immer ganz genau wissen, wo das Ziel ist. Wir wollen ganz genau jede Etappe von diesem Weg zum Ziel hin kennen. Aber es geht eben nicht darum, dass wir, bevor wir losgehen, wissen, wir kommen dort raus und dort gibt es eine Erfrischungsstation und da ist ein Bed and Breakfast, wo wir übernachten können und da passiert das und dort ist jenes. Das Leben lässt sich nicht kontrollieren. Hm, hätten wir mal gern, ja, so eine Sicherheit. Genau, das wäre natürlich super, ne? Aber das Leben will gelebt werden. Und das bedeutet einfach auch, dass wir uns vom Fluss des Lebens tragen lassen dürfen. Und natürlich haben wir jederzeit das Recht zu sagen, okay, ich gehe aus diesem Fluss jetzt mal raus, setze mich ans Ufer, schaue mal eine Weile zu, ruhe mich mal aus und dann lasse ich mich wieder tragen. Und ich glaube, dass es wirklich darum geht, auch wie ich eingangs gesagt habe, dieses ins Gefühl kommen, in das Gefühl zu sich selbst zu kommen. Was fühlt sich für mich richtig an? Welcher Weg ist für mich richtig? Was ist meine Berufung, was kann ich der Welt geben, was kann ich für andere tun? Ja? Und trotzdem bei sich sein und dafür was tun, dass wir in das Miteinander kommen. Und ich möchte dieses Miteinander auch wieder ergänzen, um die vielen, vielen Wesen auf diesem Planeten, die wir vergessen. Ja. Nämlich ja. Zum Beispiel die Tiere, mhm. Zum Beispiel die Pflanzen, weil auch Pflanzen sind Lebewesen. Mhm. Und die werden ganz gerne bei diesen Gesprächen, die Menschheit geht in ein neues Miteinander, werden die ganz gerne vergessen. Mhm. Wir sind hier auf diesem Planeten eine riesengroße Wohngemeinschaft. Ja, sehr schön. Ein Miteinander. Es geht um die Liebe, es geht um den Bewusstseinsweg. Ich finde es total toll, weil ich merke, da sind ganz viele Übereinstimmungen und jeder kommt aus einer anderen Richtung und trotzdem sind wir eigentlich sehr, sehr miteinander verbunden. Und jetzt ist sozusagen das Feld eröffnet, frei zu sprechen, zu diskutieren über Spiritualität. Und ich will zunächst mal so ein bisschen mit euch untersuchen, hat sich die Spiritualität in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie erleben wir heute Spiritualität? Ich meine, früher, klar, da gab es Bibel und es gab Dogmen, dann gab es die New Age-Bewegung in den 90er Jahren, dann gab es die Wendezeit, Erwartung im Jahr 2000 und 2012, ist irgendwie nicht passiert und ist doch passiert. Es gab Themen wie Wünschen, wie Engel, wie Erwachen, Erleuchtung, das sind ja alles so verschiedene Wellen. Was würdet ihr sagen, sind heute so die wichtigsten Themen, die viele Menschen berühren, die viele Menschen, wo viele Menschen auch Fragen stellen? Ja, ich habe das Gefühl, im Moment ist einfach, früher gingst du an ein Seminar, Familienstellen oder dies oder hier und dann hattest du 3 Monate Pause und konntest verdauen. Mhm. Heute ist
in dieser Zeitqualität, wo wir sind, aus meinem Gefühl heraus, erhebt sich gerade die Erde in höhere Schwingungen, wird einfach das Ego gekocht. Jetzt ist es überall am Dampfen. Und das ist für mich gerade das Aktuelle. Im Moment hat jeder, ich inklusive, enorm viel zu tun mit meinem Keller. Mhm. Mein Keller, wo das Ego und die Wächter da unten sind und die pochen die ganze Zeit an die Türen. Wenn Sachen passieren in der Welt, in meinem Umfeld, wie gesagt, früher war das Seminar einmal, 3 Monate Pause, heute ist es 24 Stunden, 7 Tage die Woche, es kam bis in mein Wohnzimmer, bis in meinen Keller rein. Also wir sind alle im Dauerseminar jetzt, im spirituellen Dauerseminar. Und jetzt ist die größte Chance für uns, weil wir sind viele hier, weil wir viel aufräumen dürfen, in uns drin, sodass die Liebe erwacht. Und das ist unangenehm gerade, wenn das Ego abdampft und sich wehrt mit Wut, Hass, Gier, Eifersucht und vor allem die Gier. Dieser Planet sieht jetzt so aus wegen der Gier. Der Gier unseres eigenen Egos immer mehr haben zu wollen. Auch in der Spiritualität immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich noch besser. Wir sind in der Spiritualität am Optimierungspunkt gelandet. Optimieren? Also ich frage mich, Spiritualität ist Stress? Pure Stress geworden. Ich glaube, wir sind an so einem Punkt, wo einfach too much Input ist. Also too much viel zu viel Information. Mhm. Zu schnell von allen Seiten. Und da müssen die Synapsen auf Error gehen. Irgendwo gehen sie bei jedem irgendwann jetzt in dieser Zeit auf Error, Gott sei Dank. Wir kommen ja aus Bereichen, wo die Spiritualität in irgendwelchen Geheimbünden weitergegeben wurde. Und wenn wir mal 20 Jahre zurückgucken und bei Hugendubel oder wo auch immer mal in Buchhandlungen gehen, da standen vielleicht 5, 6 Bücher. Und da gibt es diese ganzen tollen Vorreiter wie Louise Hay und so. Jetzt werden wir überschwemmt. Ja. Unser Verstand wird überschwemmt. Wenn ein Mensch jetzt beginnt, auf die Suche zu begeben und er steht vor diesen ganzen Büchern, dann um Gottes Willen. Weil wir aus meiner Sicht jetzt in einer Zeitqualität angekommen sind, wo es darum geht, den ganzen Verstandesapparat zur Seite zu packen. Mhm. Wir sind jetzt da, um den Verstand zu verlieren, um in diesen Jetzt-Moment zu kommen, um in diesen Zustand der Erfüllung zu kommen oder diesen Zustand in uns zu fühlen, wahrzunehmen. Und wahrscheinlich deswegen dieses, es kommt auf meinen Teller, es kommt überall 24/7 ein Online-Kurs nach dem anderen, ein Seminar nach dem anderen, um uns dazu zu zwingen, zu sagen, stopp, das ist zu viel. Es geht um mich und es geht darum, wie fühle ich mich? Wer bin ich? Und um aus diesem Kopf rauszukommen, glaube ich. Also ich liebe ja meinen Verstand. Also ich finde, ich habe einen wahnsinnig gescheiten Verstand. Glauben wir alle, oder? Keiner von uns denkt sich, mein Gott, bin ich nicht. Jeder glaubt, wir sind gescheit. Also ich glaube auch, dass der Verstand dazulernt. Also ich habe gemerkt, dass mein Verstand, also wie ich zum ersten Mal meditiert habe zum Beispiel, da ist mein Verstand durchgedreht. Der hat mich angeschaut, als wenn ich noch bin, was machen wir, was tun wir hier? Ich weiß nicht, ich saß mit meiner Uhr in meiner Hand und habe gewartet, bis die 20 Minuten vorbei sind. Ich habe immer draufgeguckt und dachte, oh Gott, das ist ja immer, 3 Minuten sind erst vergangen. Und mein Verstand war komplett fertig damit. Ein paar Jahre später hat mein Verstand gesagt, okay, jetzt meditiert sie wieder. Na gut, okay, naja, lassen wir sie mal. Jetzt oder seit 10 Jahren ungefähr sagt mein Verstand, jetzt setzen wir uns mal hin und meditieren. Also der Verstand ist schon auch bereit, das ist ja ein Werkzeug, ich benutze ihn auch gerne als Werkzeug, ist äußerst hilfreich, um Sachen zu planen, aber wie du sagst, man darf ja nicht nur planen und das ist ja auch die Gefahr, dass wir dann in einen Planungszustand kommen, also diese Balance, glaube ich, die es braucht, zwischen, ich nehme all mein Werkzeug, ich bin ja dieser Avatar, also Sabrina, Hirn, Verstand, Herz, ist ja alles, energetische Schwingung, ist ja alles da, damit Seele das benutzen kann. Also
Also ich wüsste gar nicht, wie ich meinen Verstand loswerden will, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen sollte. Und ich weiß gar nicht, wie ich ihn herkriege. Echt. Naja, also es ist wirklich alles Flow. Ich fahre von München los, es interessiert mich nicht, wann ich hier ankomme. Ich bin so jemand, wenn das Navi sagt, fahr rechts und da ist irgendwie keine Brücke mehr da, dann ich kann kaum noch nachdenken. Aber das hat vielleicht mit dieser Erfahrung zu tun. Also da hat es etwas gesprengt. Auch astrologisch, ich habe irgendwie Merkur in 12, also komplett im Unterricht. Ich konnte noch nie lernen und so. Aber auch das ist ja schön, weil das sind unterschiedliche Wege, die trotzdem dem gleichen Ziel folgen, auf ganz unterschiedliche Weisen. Ja. Und ich merke einfach nur, es geht jetzt um die bewusste Erfahrung. Auch die Quantenwissenschaft, sie hat uns alles gesagt. Wir wissen alles. Es ist alles nachweisbar, nachlesbar. Was brauchen wir noch? Ja, ich empfinde das so ein bisschen auch, wie, dass man das benutzt, was man gerade braucht auch. Und dass man da ja so ein Dirigent wird von seinen ganzen Fähigkeiten, die man hat, ob es jetzt der Verstand ist, bei mir auch die Intuition, da geht extrem viel drüber. Und dann versuche ich das mal im Nachhinein über den Verstand sozusagen herzuleiten und dann zu bestätigen und so. Und die letzten Jahre hat die Intuition mir sehr geholfen. Ja, und dann kam das ein paar Monate später über den Verstand, über das Rationale, über das Forschen, über die neuen Forschungsergebnisse. Heißt, habe ich doch recht gelernt, habe ich doch richtig drauf gehört. Und das ist, glaube ich, da, dass wir damit spielen lernen, das zur rechten Zeit einzusetzen, was wir alle irgendwoher mitbekommen haben. Und das hat sich sehr gut bewahrheitet oder hat sich bewährt die letzten Jahre. Und auch, dass wir lernen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Also das war für mich auch die letzten Jahre wieder eine ganz tolle Schule. Schärfe da auch deinen Verstand, verschärfe deine Intuition und ja, sei kritisch auch. Ja. Bei Intuition hast du dein Herz gefasst. Ja. Ja, also genau. Das ist und das ist, denke ich, eine der Aufgaben, um das eben zu spielen. Wann, was ich einsetze, in welcher Menge, wann ich es auch wieder zurücknehme. Also ich bin da auch bei dir, Sabrina, weil ich liebe ja meinen Verstand auch. Ich bin zwar ein totaler Gefühlsmensch, aber ich bin gleichzeitig auch ein furchtbarer Kopfmensch. Ich glaube, die Kunst ist einfach, dass wir lernen, unseren Verstand für uns zu benutzen und nicht ihm Freilauf zu geben. Ja. Weil wenn wir unseren Verstand Freilauf geben und ihn einfach machen lassen, dann entstehen die, wie es die Tiere nennen, gedachten Gefühle. Also das sind die Ängste, das sind die Zweifel, das sind die Sorgen, das sind einfach diese Gefühle, die durch unsere Gedanken entstehen, die eigentlich gar keine echten Gefühle sind, die von uns aus dem Inneren herauskommen, sondern die wir durch unsere Gedanken quasi erzeugen. Und man kann seinen Verstand sehr gut für sich benutzen, das muss man nur lernen. Und wir haben es, glaube ich, auf die falsche Art gelernt. Wir haben in der Schule gelernt, uns ein Wissen einzutrichtern, was in Büchern steht. Und wir haben unseren Verstand im Prinzip nur benutzt als Speicher. Natürlich haben wir alle mal das kleine Einmaleins gelernt und vielleicht auch noch das große, je nachdem, wie gut wir in Mathe waren. Aber wir haben nicht gelernt, unseren Verstand für uns in dem Sinne einzusetzen, dass wir das auch, was uns gesagt wird, hinterfragen. Und ich finde dafür zum Beispiel auch den Verstand ganz, ganz wichtig, dieses Hinterfragen. Thomas, ich erinnere mich, du hast mir mal die Frage gestellt, warum ich mich nicht auf eine Sache begrenze, warum ich die Tierkommunikation mache und die Jenseitskontakte und das Channeln. Und meine Antwort war, ja, warum soll ich mich begrenzen? Und für mich ist es immer so, wenn dann eine Anfrage kommt, hast du schon mal einen Erzengel gechannelt? Ja, nö, aber probiere ich, weil ich bin mir sicher, es funktioniert. Ja, wie schon Pippi Langstrumpf gesagt hat, habe ich noch nie gemacht, ich bin mir sicher, ich krieg's hin. So, ne? Und ich finde, dafür ist unser Verstand einfach auch ganz gut, dass wir uns steuern können. Und ich sehe das genauso, dass der Verstand sehr lernfähig ist, weil er lernt nämlich zu verstehen, wann wir anfangen, ihn für uns zu benutzen, statt ihm einfach Freilauf zu lassen. Ich vergleiche das ganz gerne. Ich bin ja nun mal die es mit den Tieren hat. Es gibt ja die Hunde, die, wenn sie nicht ausgelastet werden, wenn sie nicht genügend Beschäftigung bekommen, sich zum Inneneinrichter weiterbilden. Ja? Bestimmt schon mal gehört gesagt. Oder vielleicht schon mal gesehen.
die sind ganz großartig da drin, das Innere neu zu dekorieren. Trifft nicht immer ganz den Geschmack von Herrchen und Frauchen, aber sie sind manchmal großartige Innenarchitekten. Wenn ich also einen solchen Hund habe und ich beschäftige ihn nicht, dann beschäftigt er sich selbst. Und das bedeutet im Endeffekt, unsere Wohnung wird zerstört aus unserer Perspektive. Und genau so ist unser Verstand. Unser Verstand ist in den meisten Fällen ein Arbeitshund, der keine Beschäftigung hat und keine Auslastung hat und der sich dann zum Innenarchitekten letzten Endes berufen sieht und dann unser Inneres zerstört. Und damit kommen dann diese gedachten Emotionen, dann kommen die Zweifel, dann kommen die Ängste, dann kommen die Sorgen. Das passiert nur, weil wir den da oben nicht im Griff haben und nicht auslasten. Und wenn wir anfangen, unseren Verstand auszulasten, gezielt für uns zu benutzen, dann hört der auch auf, sich als Innenarchitekt zu betätigen. Ja, ich habe eine andere Art, wie ich das mache. Der Verstand, wenn ich mit ihm diskutiere, dann bekommt er Energie. Wenn ich ihn ignoriere, bekommt er Energie. Wenn ich ihn einfach sein lasse, geduldig lange sein lasse, lässt er mich sein. Also laufen lassen. Ja? So. Einfach laufen. Ja. Was er tun will, tun. Ja, lassen. Genau. Und dann wird still. Es wird dann still im Kopf. Und dann ist es angenehm. Dann bin ich wieder glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie. Und ich bin auch dem, dass man... Wir haben eine KI programmiert, ein leeres Hirn. Wir sind geniale Programmierer. Wir haben eine Sprache programmiert aus Lauten von unseren Eltern, die klangen so. Und wir haben eine Sprache programmiert und wir können sie sprechen. Und dann haben wir vieles programmiert hier rein. Und dann hat das Programm einen Selbstläufer gemacht. Eine künstliche KI, ich habe keine Angst vor künstlichen KI. Die biologische KI ist ganz krass mit dem Avatar zusammen noch, mit Gefühlen und Emotionen. Denn wenn der Kopf sagt, Angst, haben wir alle Angst? Warum? Es ist ein bewusster Gedanke, 95% unbewusst, manchmal wissen wir es nicht mal, kommt er hoch, dann schießt Adrenalin rein in die Nebennieren, dann kommt die Rückkopplung in den Kopf und der Kopf sagt, Patrick, siehst du musst Angst haben. Jetzt könnt ihr das selber auch zu Hause üben. Am Anfang geht das wie Lichtgeschwindigkeit, das macht Gedanke, Adrenalin, dann kommen die Panikattacken und, das kumuliert sich dann in zwanghafte Gedanken und vieles mehr. Wenn man beginnt, weil wir hören ja alle Gedanken, das heißt, wir sind der, der Gedanken hört und nicht Gedanken. Das heißt, von heute an kann man anfangen, wenn der Gedanke Angst kommt, frag mal warum. Dann sagt der Verstand, hast du wirklich gefragt, warum? Das hast du 40 Jahre lang gemacht, was ich sage, und jetzt fragst du, warum? Sag ich, ja, warum? Gute Argumente aber. Hä? Dann beginnt er zu argumentieren, dann sagst du, nein, das ist mir zu wenig. Da lasse ich das Adrenalin nicht raus. Nein, also das ist mir viel zu wenig. Ich meine, das sind spekulative Zukunftsängste. Ich warte, bis das kommt. Dann habe ich noch genug Adrenalin dort. Jetzt brauche ich keins. Oder? Und versuch das mal, bis plötzlich der Gedanke kommt, kein Adrenalin mehr, keine Rückkopplung. Und wenn ihr das auf allen Ebenen macht, ist der Verstand plötzlich da und sagt, du, bei dir gibt es keine Arbeit mehr. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich nehme jetzt die Koffer und packe und gehe. Und wenn du dann bedingungslos sagen kannst, wenn du gehen möchtest, geh. Wenn du sitzen bleibst, bleib sitzen. Und dann darf unser Wesen dem Kopf sagen, du, jetzt sagst du das, die Worte so und so und hier und dort. Und dann, aus meiner Sicht, ist der Verstand ein kleines Wunder. Aber das, was wir sind, ist das gigantischste Wunder im Universum und das gibt es zu entdecken. Aber so fühlt sich das bei mir an. Ja. Das ist absolute Ruhe, absolute Leere, als wäre er zur Seite getreten. Ja. Und wenn ich aber hineinfühle, ist er das gar nicht. Sondern er wird ein Dolmetscher für höhere Schwingungen. Also er hat einen komplett neuen Job gekriegt. Dieser alte Job, der Ego, Ängste und so weiter immer im Bewusstsein spulte und hier da den großen, die Actionfilme da oben abspielte, das ist alles weg. Da ist auch, es gibt ganz selten Situationen, wo er mir irgendwie Panik erzählt. Jetzt vor 8000 Menschen, da hat er mir ganz schön Panik erzählt. Und ich habe das beobachtet und dachte, das ist ja genial. Er ist ja doch noch da. Aber normalerweise ist er ein Übersetzer höherer Schwingungen, die er mir in Worte übersetzt, die ich greifen kann.
Das machst du beim Channeln auch, da ist der Verstand ja komplett weg. In Meditation ist der Verstand komplett weg. Und dann übersetzt er Wahrheiten in für uns erfahrbare Realität. Und über die können wir dann wiederum nachdenken, was ich auch nicht mache, sondern ich lasse einfach dann wirken und bin nur am Strahlen. Also es braucht dann diese Worte nicht. Wir applaudieren natürlich auch, ich applaudiere mit, weil ich es auch gerne so hätte. Und dann habe ich aber Phasen, wo es echt gar nicht geht und ich traurig bin und der Verstand völlig verrückt ist. Dann merke ich auch wieder, okay, mich dafür auch lieb zu haben, dass das jetzt so ist und dass das mein Weg ist und dass alles seine Zeit braucht, ist, glaube ich, auch wichtig. Und deswegen wollte ich nochmal über diese spirituellen Wege an sich mit euch sprechen. Ihr habt schon gesagt, es ist alles schon geschrieben worden, es gibt viele, viele Bücher. Es heißt so schön, es ist alles schon gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Ja. Und ich erlebe es ja auch in meiner Arbeit. Ich habe jetzt wirklich schon 900 Interviews geführt, bin hunderte Wege gegangen und jeder einzelne Weg ist so faszinierend, so spannend, eine spirituelle Lehre. Ja? Und zwischendurch war ich aber selber am mich verlieren, so nach dem Motto, wow, gehe ich jetzt den Weg? Der Meister ist aber auch ganz toll. Wow, Wahnsinn. Und natürlich, das kam jetzt schon, das klang jetzt schon an, geht es darum herauszufinden, was ist dein Weg? Was ist mein ureigener Weg? Ja, und trotzdem ringe ich natürlich in meiner Arbeit immer darum, okay, was ist der allertollste, beste Wegweiser? Was hilft uns in dieser verrückten, crazy World mit unseren Gedanken und Ängsten und Verstand trotzdem irgendwo unseren Weg zu gehen? Weil manchmal, glaube ich, brauchen wir ja schon so ein bisschen so Sicherheitsplanken, so Hinweise, so Finger, die auf die Wahrheit deuten, wohl wissen, dass ich die Wahrheit gar nicht beschreiben kann. Deswegen wollte ich mit euch nochmal so ein bisschen versuchen herauszufinden, was sind denn richtig, richtig gute Wegweiser? Sagen wir mal für Menschen, die jetzt total blockiert sind, die sich nicht mehr spüren, die in der Angst sind, die sich vielleicht auch sehr viel mit den äußeren Themen Politik beschäftigen und einfach, ich sehe den Sinn nicht mehr. Was würdet ihr spontan so einem Menschen sagen? Ja, das ist halt, ich glaube, das Erste, was es braucht, ist wirklich ein sich selbst genau anschauen. Mhm. Also ohne das geht es einfach nicht. Und wenn ich ganz verloren bin und überhaupt nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich, frag deine Freunde, frag deine Familie, die sagen es dir dann schon. Weil die sehen das jeden Tag. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, lieb und schätze ich sehr, seit 40 Jahren, sie kann keine Entscheidung treffen. Sie kann keine Entscheidung treffen. Die Entscheidungen werden für sie getroffen. Sie weiß es, ich weiß es, funktioniert für sie so mittelmäßig. Sie will es aber auch nicht ändern. Sag ich was dazu? Nee, sie weiß es, ich weiß es. Also ich glaube, jeder von uns weiß schon, wo es hakt. Und da muss man halt wirklich ernsthaft hinschauen und sagen, bin ich bereit, auch was verändern zu wollen? Weil wenn das Leben so, wie es ist, mir nicht gefällt, dann muss ich was anders machen, weil wenn ich weitermache, bleibt es so. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Basis, die Bereitschaft zur Veränderung. Mhm. Und vielleicht auch ein Forscher zu sein, herauszufinden, wie funktioniere ich, was ist da in mir, sich nicht verurteilen, sich besser kennenlernen. Die Kindheit aufräumen, die muss man einmal aufräumen, da muss man nicht drinbleiben. Also das ist, ja, das war scheiße, ja, das lief nicht gut, meine Eltern haben so gut versucht, wie sie konnten, besser ging nicht. Okay, das habe ich daraus gelernt, da muss ich aufpassen, okay, next. Aber manche bleiben dann hängen in der Vergangenheit und kommen überhaupt nicht mehr raus. Aber man muss halt einmal aufräumen. Aber das braucht ja erstmal Mut. Und das ist das, woran es scheitert. Ich sage immer, der erste Schritt zur Veränderung ist der wichtigste. Und das ist Mut. Und dieses bei sich selbst anfangen finde ich super. Viele fragen sich dann, wie mache ich das? Und meine Empfehlung ist immer, geh in die Stille. Und viele glauben, dieses in der Stille sein, in der Stille ist es leer, da ist es still. Nein. In der Stille finden wir die Antworten. Wenn wir wirklich in die Stille gehen und das erlauben, da reinzugehen, dann kommen die Antworten. Und dann kommen die Antworten aus unserem Inneren hoch. Und dann wissen wir vielleicht auch manchmal, was wir verändern müssen. Nur es fehlt oft am Mut. Das ist das, was uns zögern lässt, wo wir dann 2 Jahre später dann da sitzen und sagen, okay, ich bin jetzt immer noch nicht weiter. Nur wenn man eine Veränderung möchte und nicht anfängt, das ist wie wenn man an der Bushaltestelle steht und darauf wartet, dass ein Schiff vorbeikommt. Es funktioniert nicht. Deswegen haben wir diesen wundervollen Punkt des Leidens. Genau. Das ist ja das Riesengeschenk.
diesen wundervollen Punkt. Ja, das ist ein Wunder. Dass wir leiden können, ist ein Geschenk. Hm. Und wir sehen das bei ganz vielen Menschen, die verändern gar nichts, solange das Leid nicht schlimm genug ist. Wir ertragen unfassbar viel. Und dann schimpfen wir wie ein Rohrspatz, jahrzehntelang. Aber wenn das Leid, wenn es eng genug wird, dann ändern wir was. Und es kann sein, dass es Krebs braucht oder was auch immer, damit wir diesen Shift kriegen. Weil wir den Mut eben nicht haben. Weil wir eben nicht in die Kindheit gucken wollen. Weil wir so tun, als wären wir wie die drei Affen, laufen wir durchs Leben. Und wenn wir aber diesen Shift mal geschafft haben und sagen, okay, plötzlich kann ich Kapitän meines eigenen Schiffes sein, plötzlich kann ich die Kontrolle übernehmen und die Lenkung übernehmen, dann geht man in die Stille. Dann beginnt man bei sich zu gucken. Dann spürt man diese Magie, die entsteht, dass ich merke, dass das Leid, das mache ich selbst. Wenn ich das selbst mache, dann kann ich auch Erfüllung selbst machen. Und dann versucht man herauszufinden, wie. Ja, wenn man in so einer Notsituation ist, von der du gesprochen hast, es gibt ja wirklich akute Fälle bei Menschen, die jetzt gerade wirklich in der Not sind. Und da habe ich damals für mich auch entdeckt, das war auch ein schmerzhafter Prozess und das war wirklich heftig, dass man sich auch erlaubt, Hilfe anzunehmen. Ja, du musst nicht alles alleine schaffen. Also das heißt soll jetzt auch nicht meiner Meinung nach heißen, du musst jetzt in die Stille alles alleine machen. Nein. Geh jetzt in die Stille. Du darfst dir Hilfe holen. Ja, also du darfst einen Wegbegleiter haben, einen Trainer, einen Berater, einen Coach, wie es heutzutage auch heißt. Such dir jemanden, den du vertraust, der Ahnung hat, der gut ist und lasse dir helfen. Das Prinzip Baron Münchhausen, ja. Oft kannst du dich nicht am eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen. Es hilft einfach, jemanden an deiner Seite zu haben. Das kann ein kompetenter Berater sein. Und der kann dir diese Initialzündung geben. Der kann dir dabei helfen, dich weiterzuentwickeln. Der hat dann seine Techniken. Da gibt es auch ganz viele Dinge, die funktionieren. Und ich war in der Situation, ich war lange Zeit zu stolz. Ich dachte, ich muss das alleine schaffen als Mann und so, ne? Und nein, hol dir Hilfe und auch muss jetzt nicht der klassische Psychologe sein, sondern es gibt da auch Menschen, die können innerhalb mit eines Gespräches, können die dir Themen auflösen, mit denen du 10, 15 Jahre rumgelaufen bist und immer wieder in die gleiche Falle reingetappt bist, immer wieder den gleichen Fehler gemacht hast. Such dir jemanden, der zu dir passt und dann fang deinen Weg an und trau dich. Und das fand ich auch so toll, was du gesagt hast. Gerade wenn du Angst hast, dann mach es. Und das kann ich auch nur jedem bestätigen. Geh aus der Komfortzone raus. Wenn es halt nicht gleich die große Show sein soll, dann mach es halt erstmal im Kleinen, aber Babyschritte. Unsere Ängste werden uns sowieso gespiegelt. Und jeder muss für sich selbst durch sein Feuer gehen. Wir kommen da nicht drum rum. Wir müssen uns unseren eigenen Schatten stellen, also diesen Illusionen stellen, die wir da aufgebaut haben. Sagen wir so, wenn ich ergänzen darf, wir müssen nicht, sondern das Leben bringt uns schon dazu, das Leben sagt, du kannst nicht mehr weg. Wenn wir die Wahrheit erkennen wollen, müssen wir erstmal erkennen, was Illusion ist. Ja. Ja, aber das wissen wir ja alle, wir haben ein Problem und wir wollen es eigentlich nicht anschauen, das geht ja nicht weg, es kommt wieder und kommt wieder. Bitte gerne noch ein bisschen Komfort. Und wenn du beim 15. Mal dasselbe Problem hast, dann denkst du dir, okay, dann schauen wir halt vielleicht mal hin. Und was du sagst, ist, ich hatte mal eine Freundin, die hat über ihren Mann sich beschwert, wie furchtbar die Ehe ist und wie furchtbar schlecht. Und irgendwann, mich war so der Abfalleimer mittlerweile, vor vielen Jahren, und irgendwann sagte ich zu dir, so von 1 bis 10, wie schlecht geht's dir denn? Und dann sagt sie, was meinst du, wie schlecht es mir geht? Mir geht es sauschlecht. Dann sage ich, so von 1 bis 10, wie schlecht geht es denn? Dann sagt sie, ja, eine 8, eine 9. Dann sage ich, geht es dir schlecht genug, dass du was ändern willst? Und dann war Pause am Telefon. Und dann sagte sie einen Satz. Und sagte sie, so schlecht geht es mir noch nicht. Oh. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ruf mich an, wenn es dir so schlecht geht, dann helfe ich dir. Und dann habe ich aufgelegt. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich gefühlt wie die schlimmste Freundin auf Gottes Erdboden. Oh Gott,
wie verzweifelt hier. Und ich sage, dann ruf mich an, wenn es dir schlecht genug geht, dann helfe ich dir. Und saß da vor diesem Telefon zitternd. Und einen Monat später rief sie mich an und sagte nur einen einzigen Satz: Jetzt geht's mir schlecht genug. Und dann habe ich ihr beim Auszug geholfen. Also das war was du gesagt hast. Ja. Manchmal braucht es einfach, wir sind eben sehr geduldig und können viel aushalten. Und manchmal mit dem Rücken zur Wand, irgendwann mal sagen wir dann auch, okay, ich verstehe es jetzt. Dann ändere ich halt das was, wenn es sein muss. Dann merken wir und am Schluss, wenn wir es geändert haben, das kennen wir alle, so das Gespräch, was wir alle nicht führen wollen, und dann haben wir es geführt, dann sagen wir, so schlimm war das doch gar nicht, sonst ist es erledigt. Aber 3 Jahre vorher haben wir uns, unser Verstand, uns verrückt gemacht damit. Also es ist schon faszinierend, was wir machen können, wenn wir wollen. Der Mensch ist ein Wunder. Ja, finde ich auch. Aber wir haben ja auch wundervolle Selbstsabotageprogramme. Ja. Mhm. Und das Problem ist ja nicht nur, dass wir in der Lage sind, uns wahnsinnig gut selbst zu sabotieren, sondern dass wir aus unserem Umfeld da oft ganz viel Unterstützung kriegen. Und was du im Prinzip mit dieser Freundin gemacht hast, war, du hast in dem Moment gesagt, du bist in der Selbstsabotage, aber meine Unterstützung kriegst du nicht. Weil bei manchen ist es so, dass das Leid schon wahnsinnig groß ist, aber sie fühlen sich in diesem Leid noch wohl, weil sie von außen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir wissen, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und Mitleid auch. Genau, das heißt, sie kriegen wahnsinnig viel Energie und deswegen fühlen sie sich teilweise in diesem Leid auch schon wieder wohl. Und dann wollen die gar nicht raus. Sie haben ja gar keine Veranlassung, aus diesem eigentlich so schlimmen Leid rauszugehen. Weil sie bekommen ja ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Liebe, ganz viel Energie. Und das macht es ja dann auch wieder ein bisschen angenehmer. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich fürs Umfeld auch eigentlich das, was du gemacht hast, das Beste, was passieren kann, dass dann die aus dem Umfeld sagen, du, pass auf, wenn du nichts ändern willst, dann ich höre es mir nicht mehr an. Mhm. Und bei mir ist es eine Freundin gewesen, die immer über einen Job gejammert hat, jahrelang bei jedem Telefonat. Und jedes Mal habe ich gesagt, dann such dir einen anderen Job. Wenn das so schlimm ist, such dir einen anderen Job. Und irgendwann habe ich auch die Nase voll gehabt und habe gesagt, du, wenn das so schlimm ist, ändere was. Wenn du nichts änderst, will ich davon nichts mehr hören. Ja? Also wir dürfen da auch manchmal, so, wenn wir zum Umfeld gehören, unterstützen, indem wir die Selbstsabotage nicht mehr unterstützen und einfach sagen, so, meine Aufmerksamkeit, meine Energie kriegst du dafür jetzt nicht mehr. Ja. Ja, jetzt sind wir an einem dramaturgischen Punkt unserer lustigen Talkrunde. Und manche Menschen kommen nicht weiter. Und dieses Miteinander, was ihr ja gerade so erwähnt habt, ist mir nochmal wichtig anzusprechen. Denn es gibt ja so Glaubenssätze in der Spiritualität. Zum Beispiel wird gesagt, meditiere und finde die Liebe in dir, dann kannst du lieben. Finde den Frieden in dir, dann kannst du mit anderen Frieden sein. Und ich sage, nein. Man weiß aus der Traumaforschung, wie wichtig es ist miteinander, gerade die Dramen und die Themen und die Ängste zu teilen, miteinander sich auszutauschen. Das weiß man noch gar nicht so lange aus der Traumaforschung, dass es auch eine körperliche Verschaltung ist. Mhm. Den Körper Gutes tun, miteinander sein. Und man kann eben nicht alles in der Meditation lösen. Ja, wie seht ihr das? Oh, darf ich dazu was sagen? Ja, logisch. Ja, bitte. Brennt. Ich wurde ja in diese Wirklichkeit hinein katapultiert. So. Und dann kam ich zurück in meinen Körper. Ich wurde in mein altes Leben zurückgeschmissen. So hat sich das angefühlt. So mit dem Auftrag, mach was draus. Ja, jetzt hast du einmal reingeguckt, weißt jetzt, wie es funktioniert, wie du tickst. So, und jetzt kommt es drauf an, willst du wirklich was verändern oder nicht? So, und ich habe verändert. Und es hat 7 Jahre gebraucht, wo ich wirklich aufgeräumt habe und mich meinen Ängsten gestellt habe und mich habe scheiden lassen und umgezogen bin und all diese Dinge. Und irgendwann ich drehte mich aber dauernd in meiner Bubble. Es ging nur um mich. Und dann kam ich nach 7 Jahren an diesen Entwicklungsschritt, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich durch. Diese Bubble ist aufgeräumt. Und ich hätte jetzt auf eine Almhütte ziehen können und hätte für den Rest meines Lebens dort oben nur gucken können. Ich wäre absolut selig gewesen. Und dann habe ich gedacht, das ist langweilig. Also dafür bin ich zu jung, das will ich nicht. Was ist denn der nächste Quantensprung? Und der war, in dieses Wir zu gehen, in diese Gemeinschaft, raus aus meiner Bubble. Und dann kam eben eine Lektorin und mein Buch und es kam dieses Wir. Und dann fing das alles wieder von vorne an. Dieses ganze Aufräumen, weil ich plötzlich im Kollektiv war.
Es ging plötzlich nicht mehr nur um meinen Film und meine Themen, sondern plötzlich waren wir ein Wir. Und das hat wieder ganz plötzlich, hatte ich wieder Triggerpunkte und Ängste und Scheu und was weiß ich für Themen, die ich vorher gar nicht spüren konnte. Und deswegen ist dieses Wir jetzt so wichtig. Wir alle sind alleine für uns einen Weg gegangen. Und ich glaube, da spreche ich für ganz viele hier. Wir haben uns immer alleine gefühlt. Wir haben immer das Gefühl gehabt, keiner versteht mich. Ich kann mit keinem drüber reden. So, und jetzt plötzlich, in dieser Zeitqualität, tauchen wir in ein Wir ein und wir merken auch hier in dieser Runde, ey, wir gehen alle den gleichen Weg. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir gehen ihn zwar individuell verschieden mit unseren einzigartigen Qualitäten, die wir in uns tragen, aber wir haben uns an der Hand und wir gucken alle in die gleiche Richtung. Und deswegen ist dieses Wir so wichtig und auch diese energetische Verbindung, dieses uns aufeinander einlassen, damit wir das kollektive Feld verändern. Denn das ist die Menschheitsfamilie. Und wenn wir die verändern, wenn wir da jetzt neue Qualitäten reingeben, weil wir sie stärken, dann verändern wir die Welt. Durch uns. Wow. Ja. Ja, und in diesem Wir ist, wie Alexander auch schön gesagt hat, oder ihr auch schon, dass man sich eben auch Hilfe holt. Oder jeder von euch höre ich wunderbare Qualitäten. Und wenn Menschen nicht weiter wissen, geht zu diesen Menschen und lasst euch dort begleiten. Und wenn ihr merkt, ah, die Reise ist hier vorbei, ich kann da weitergehen und plötzlich werdet ihr Begleiter. Wir sind immer Wechselwirkung. Wir müssen nicht lange, lange, lange meditieren, bis wir die Liebe sind, sondern wir können 5 Minuten meditieren und anderen auch schon helfen. Wir warten immer, bin ich dann so gut wie der? Oder wie die, oder wie das, dann beginne ich dann. Ja. Ein Lächeln beginnt jetzt. Also wir müssen auf nichts warten. Und es ist auch so, bei diesem Keller aufräumen oder Traumata, die im Keller in einem Tresorraum irgendwo sind, wenn die Liebe in uns immer mehr erwacht. Und deshalb finde ich dieses Wort Guru so schön. Und Meisterschaften, wobei ich die in der Spiritualität das so, nein, nicht Guru, nicht Meisterschaften, aber früher gab es in jeder Berufslehre einen Meister. Ich ging zum Bäckermeister, Schreinermeister und ging in die Berufslehre. Dann war ich Lehrling und dann im 3. Lehrjahr habe ich dem Erstlehrjahrstift gezeigt, wie es funktioniert. Und als ich aus der Berufslehre war, konnte ich die Meisterschaft machen und die Meisterprüfung, wenn ich das wollte. Und der Guru, das Wort Guru kennen die meisten gar nicht. Das Wort heißt Guru, heißt Gu, Dunkelheit und Licht. Der Guru zeigt Licht. Und du siehst in ihm das Licht und dann gehst du durch deine Schattenwelt bis ins Licht. Plötzlich ist dein Fokus aufs Licht gerichtet. Weil was wir immer machen, ist Schattenarbeit. Alle sind an diesem Schatten am Arbeiten. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja. Wenn ich Licht bin, weiß ich nicht, wo der Schatten ist. Das ist fragwürdig. Aber wenn ein Licht, das ich bin, ein Objekt in einem Körper, einen Schatten an die Wand wirft, dann arbeite ich hart an diesem Schatten. Jahrtausende, der geht einfach nicht weg. Wenn ich beginne zu meditieren, ist er kleiner, weil ich sitze ja im Lotussitz. Und dann ist der Schatten kleiner und dann arbeite ich an dem. Wir brauchen eine innere Umkehrung. Innerlich umkehren, nämlich nicht in den Schatten schauen und nicht das Objekt, sondern zurück. Eine Selbstrealisation, sagt man dem. Selbst ist das, was wir sind. Re heißt zurück. All heißt Gott oder Universum. Eigentlich alle sind auf dem Weg, zurückzukehren zu sich selbst, zu Gott oder zur Liebe. Aber solange der Fokus auf den Schatten ist und die Schattenwelten im Kinosaal und der Kinosaal noch so laut ist und traumatisiert ist, dann arbeiten wir irgendwann an etwas, was wir nicht sind. Das ist fragwürdig. Dürfen wir gerne machen. Aber wenn dann Wegbegleiter aufstehen im Saal und plötzlich nach hinten schauen und sagen, hey, da hinten ist Licht. Und dann sagen alle im Kinosaal, setz dich, Ruhe, ich schaue gerade den Rosamunden-Pildner-Film. Bin gerade mitten im Küssen. Das hat Platon schon gesagt mit dem Höllengleichnis. Oder? Wir haben das Gefühl, wir sind eigentlich das, was wir wirklich nicht sind. Und deshalb bin ich für Wegbegleiter. Ich habe viele Begleiter, Schamanen, Freunde, Kinder, Familie, Tiere,
Ich habe einen Hund zu Hause, also ich kenne nichts Schöneres, als einen Hund zu Hause zu haben. Der Bailey, der ist voller Liebe und der zeigt so viel. Und die Natur, die Blumen, die Pflanzen, alles sind Wegbegleiter. Wir haben große Einschränkungen in Wegbegleiter, aber es sind alle Wegbegleiter. Und ihr alle auch, wir alle. Und keiner ist weiter. Ich sehe in jedem Licht. Und ich sehe keiner, der weiter ist hier drin. Niemand ist weiter spiritueller oder weniger. Jeder ist Licht. Aber wir leben ein großes Missverständnis und haben es vergessen. Und deshalb einander zu helfen, finde ich das Schönste, das es gibt. Und ich finde es wunderschön, dass es Thomas, dass du das machst hier. Und dass wir hier sind, zusammen mit euch allen. Ja, wunderschön, was du sagst. Und tatsächlich ist ja ein weiterer Glaubenssatz manchmal in der Spiritualität. Ich muss erst aufräumen, muss all diese dunklen Schatten ins Licht bringen und dann kann ich vielleicht erleuchtet werden. Und wenn man mal bedenkt, dass in anderen Zivilisationen oder in anderen spirituellen Traditionen es schlicht diese Psychoanalyse gar nicht gibt, sondern einen anderen Weg gibt, auch ins Licht, dann kann man auch wieder sagen, okay, da sind vielleicht Traumata, da sind vielleicht noch Schatten, aber ich muss jetzt nicht permanent mir die anschauen. Ich habe auch mal mit einem spirituellen Lehrer darüber geredet, der hat gesagt, stell es mal zur Seite, das ist okay, aber konzentriere dich aufs Sein, aufs Licht, aufs... Und dann manchmal verschwindet es auch von allein. Und wenn nicht, sagt das Leben schon Bescheid. Das meldet sich schon, wie du so schön gesagt hast, nee, du musst hinschauen, du kannst nicht wegschauen, ich habe eine Botschaft für dich. Und dann einfach den Mut zu haben, okay, ich weiß, irgendwas Gutes steckt dahinter, ist manchmal schwer, aber... Ja, so sind wir geführt vom Leben. Da gibt es ja in Krisensituationen zum Beispiel, weil du ja gerade darüber gesprochen hast, ja, über die traumatischen Erlebnisse, die der Körper dann hält. Es war irgendwo in Afrika, wo Psychologen von Europa gekommen sind und über Traumata mit denen sprechen wollten. Und dann haben die Leute dort gesagt, kommt nicht mit eurem Reden, wir tanzen das weg. Ja, wow. Wir singen das weg. Wir wollen nicht nochmal reingehen und nochmal das durchleben. Wir machen das anders. Mhm. Und das fand ich so interessant, dass wir glauben, das braucht nur unsere Art von Bearbeitung und wir können so viel lernen von einer anderen Art von Bearbeitung. Wunderschön. Ja. Ja, dieses Wir ist schon eine tolle Geschichte. Und ihr wart auf dem Flow Summit, drei von euch, 8000 Zuschauer, ein Fest der Spiritualität. Ja? Und dann gibt's Joe Dispenza, wo auch Tausende von Menschen sich sehr intensiv auf einem Bewusstseinsweg machen. Das heißt, das hat schon eine ganz spannende Relevanz. So, und jetzt ist es so, es gibt einen spirituellen Lehrer, der heißt Shai Tubali, lebt im Moment in Portugal. Der hat mal ein Buch geschrieben über die sogenannte spirituelle Revolution. Und er hat gesagt, es gibt so viele von uns, die jetzt auf diesem Weg der modernen Spiritualität sind. Es gibt gar kein Bestreben, da eine Bewegung draus zu machen. Wenn das eine Bewegung wäre, wer weiß, was wir bewirken könnten. Jetzt ist die Frage, wollen wir diese Bewegung überhaupt? Wir müssen ja nicht in die Politik. Aber was man so ein bisschen vermisst, ist, dass jene, die jetzt nicht diesen Bewusstseinsweg gehen, die wissen schlicht das gar nicht, dass es so viele gibt wie uns, die wir sehr viele ähnliche Überzeugungen haben. Wow, was ist das für eine tolle gemeinsame Bewegung? Sollte dann mehr eine Bewegung daraus werden oder ist es wieder zu verstandesmäßig revolutionär gedacht? Also ich habe das Gefühl, die Bewegung ist schon längst im Gange und wir müssen gar nichts tun. Gut. Es passiert bei uns allen die Prozesse und jeder räumt bei sich auf, so gut es geht. Und das wiederum bringt ganz viel Liebe und Licht auf diesen Planeten. Und wie gesagt, aus meiner Sicht hat sich der Planet jetzt 5000 Jahre zur Verfügung gestellt. Was für eine Liebe ist das? Mhm. Für schwer erziehbare Egos zu inkarnieren, weil die brauchen ihren Platz im Universum. Also man muss ja einen Ort finden und die gehen dahin. Und jetzt ist der Aufstieg und jetzt geht's dann hoch, immer schneller. Und man muss nichts tun. Jeder macht's von allein. Die kosmischen Strahlen sind da, die Liebe ist da. Und dann fallen einige raus, der physische Körper wird verlassen und die schwer erziehbaren Egos inkarnieren dann auf einen anderen Planet, der sich gerade jetzt gemeldet hat, der sich zur Verfügung stellt und sagt, jetzt könnt ihr zu mir kommen. Also es ist ein riesiges kosmisches Spiel. Wenn man mal dieses riesige Spiel anschauen würde, ist unglaublich, dann müssten wir sagen, hey, lasst uns einfach wieder spielen, auch wenn es nicht einfach ist. Man muss ja auch noch ein bisschen noch
daran denken, dass viele sich ja auch zurückhalten, um ihre eigene Spiritualität mitzuteilen, weil sie nicht für komisch, nicht für seltsam, nicht für, ach, du bist eine von den Spinnern, gehalten werden wollen. Also ich glaube, je selbstverständlicher wir dieses Gespräch auf spirituelle Themen bringen, desto selbstverständlicher findet das statt. Also wenn man jetzt so diese letzten 35 Jahre, die ich das beobachte, sieht, da hat sich schon enorm viel getan. Ich früher war Meditation, das war irgendwo, das fand überhaupt nicht statt. Heute gibt es Stern, Spiegel, Titelbilder darüber. Also da ist schon enorm viel passiert. Aber ich glaube, auch wir, jede Einzelne und jeder Einzelne von uns, wo immer er ist und wenn das Gespräch über Reinkarnation kommt oder was immer unser Interesse ist, das Interesse auch mitzuteilen. Nicht, weil wir jemanden überzeugen wollen, sondern einfach, ach, mit was beschäftigst du dich gerade? Ach du, ich bin gerade dabei, mit meinen Tieren zu sprechen. Das ist ein hochinteressantes Thema. Ach, ehrlich, wie geht denn das? Also wir unterschätzen das Interesse und die Neugier der Leute an den Themen, die uns beschäftigen, weil wie ich damals anfing, erinnert ihr euch noch an die Celestine-Prophezeiung, die Prophezeiung von Celestine, ja. Das war so das Codewort. Was liest du gerade? Die Prophezeiung von Celestine. Dann wusstest du, ist eine von uns. Die anderen, die haben gedacht, auch nicht Roman, Krimi, was immer. Also jetzt, wir kommen raus aus diesem Geheimclub. Wir sind ein Haufen. Das ist so natürlich. Ja. Also diese Bewegung, das ist, für mich ist das schon viel mehr als eine Bewegung, ja, was gerade stattfindet. Ausgelöst durch diesen herrlichen Weckruf, den wir alle erlebt haben, wo wir anfangen mussten, uns zu hinterfragen. Wir mussten uns die Frage stellen, gehe ich mit, gehe ich nicht mit? Was glaube ich, was es für mich war? Wo ordne ich mich ein? Auch durch diese ganze Spaltungsgeschichte. Wir mussten Position beziehen. Wir mussten überlegen, verlasse ich meinen Job oder bleibe ich drin? Mache ich mit? Wie denke ich, wie handle ich? Und über den Tod nachdenken. Wir mussten über den Tod nachdenken, wir mussten uns unseren Ängsten stellen. Ey, wir wurden eingesperrt. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das in diesem Leben mal erleben darf. Mhm. So ein faszinierendes Erlebnis, eine faszinierende Erfahrung. Wir sind eigentlich durch unsere schlimmsten Themen und Ängste hindurch gegangen als Kollektiv. Ja, genau. Alle global, gleich alle zur gleichen Zeit. Ja. Wie genial ist das denn? Ja. Nicht alle einzeln. Und da ist ganz, ganz viel mit den Menschen passiert, auch noch weltweit. Wenn ich nach Australien gucke, Wahnsinn. Also weltweit, kollektiv haben wir die gleiche Erfahrung gemacht und da ist unfassbar viel passiert. Und ganz, ganz viel auch energetische Verbindung geschehen. Und das blüht jetzt auf. Mhm. Also die Samen, diese Entscheidungen, die wir getroffen haben, die wurden dort in dieser Zeit gelegt, die Samen. Und die gehen jetzt auf. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich in dieser Zeit inkarniert bin und das erleben darf und Teil dieses Aufblühens sein darf. Wow, das war dann ein Traum. Das war dann ein zweijähriges Dauerseminar. Ja. Wer war der Seminarleiter? Ich habe ihn nämlich nirgends gesehen. Aber noch kurz ein Beispiel zu sagen auf das. Vor 25 Jahren fuhr ich nach Indien und da war Yoga und Meditation Sektenzeug. Mhm. Oder wirklich, vor 25 Jahren war das Sektenzeug. Also jeder, der Yoga gemacht hat, war in einer Sekte. Und es gab auch keine Yoga- oder Meditationsbewegung, sondern es war natürlich für über 25 Jahre schlich sich das hier ein. Es macht fast jeder Yoga. In jedem Dorf gibt es zwei Yogaschulen, Yogalehrerausbildung. Viele sind am Meditieren, an der Börse, in der Politik, überall. Das heißt, die Bewegung hier müssen wir gar nicht bewegen. Sie ist längst am Laufen. Wir können eigentlich uns im Kinosessel zurücklehnen. Es ist nicht ganz einfach. Eben, wenn man einen Film schaut, Dramas und Action und Liebesgeschichte, alles drin. Hä? Also wir weinen und lachen und tun und.
und dass wir einfach auch menschlich sind und Gefühle rauslassen. Wir dürfen weinen, wir dürfen lachen, wir dürfen eine schwierige Kindheit gehabt haben. Ja, das hatten wir fast alle in irgendeiner Form, dass wir alles einfach auch sein lassen dürfen. Und auch, wir brauchen keine spirituelle Bewegung, sie ist längst am Laufen, wir müssen nichts tun. Aber das ist ja eigentlich die Sache, Bewegung ist einfach, die findet einfach statt. Wir müssen keine Bewegung initiieren oder in Gang setzen, die Bewegung findet einfach statt, weil Energie bewegt sich die ganze Zeit. Und das ist eigentlich auch wieder das Schöne, Anke, ich bin da komplett bei dir, dass wir jetzt hier sein dürfen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen sich mit Spiritualität beschäftigen oder spirituell sind, als vielleicht sagen würden. Weil ich begegne ganz, ganz vielen Menschen, ja, Spiritualität habe ich nichts mit am Hut. Und dann geht man aber mal ins Gespräch rein und dann stellt man fest, da kommen Aussagen, wo ich dann sage, das ist übrigens Spiritualität. Es ist nur vielen, wie gesagt, nicht bewusst oder sie würden es nicht mit diesem Begriff bezeichnen, aber sie leben das Ganze. Es ist für viele, ich bleibe wieder bei den Tieren, es ist für viele vollkommen normal, dass wenn sie abends vor dem Fernseher sitzen und da diese Beschäftigung vor uns läuft, da gibt es ja immer diese schönen Unterbrechungen, das sind die, wo wir jetzt hier immer diese machen, ne? Wo man dann so überlegt, gehe ich jetzt noch mit dem Hund raus oder nicht? Und der Hund reagiert sofort. Wir haben uns nicht bewegt, wir haben die Frage nicht laut im Prinzip gestellt, wir haben vielleicht nicht immer zum Hund hingeschaut. Aber der Hund hebt entweder müde den Kopf und sagt, vergiss es, ohne mich. Oder er springt auf und wir fragen uns, warum ist der Hund jetzt aufgesprungen? Oder die Katze, die schon zur Haustür kommt, da haben wir das Auto noch nicht einmal geparkt. Ja? Wir reagieren ganz, ganz oft auf diese Kommunikation, die wir eigentlich alle können, nur halt oftmals nicht bewusst ausüben. Und jeder Mensch, nahezu jeder Mensch reagiert drauf. Egal, ob das das Telefon ist, was klingelt und dann ist genau die Person dran, an die man gerade gedacht hat. Oder wir reagieren auf die Gedanken, auf die Impulse, auf die Empfindungen unserer Tiere, unserer Mitmenschen. Kommunikation findet ja immer statt. Es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich das bewusst macht, ist einem auch bewusst, dass wir alle mit allem jederzeit im Austausch sein können. Und wie gesagt, vielen Menschen ist es einfach von der Begrifflichkeit, Spiritualität, würden sie sich vielleicht nicht mit identifizieren, aber sie leben es teilweise. Schön. Oh, Gänsehaut, oder? Also leben wir doch in einer Wendezeit. Ich wusste es doch. Es ist eine Wendezeit. Und ich finde auch, was da in den letzten 3 Jahren passiert ist, da waren wir so global miteinander verbunden. Jeder natürlich mit seinen Herausforderungen. Ich bin echt nochmal an richtig scheiß alte Traumata gekommen, habe echt schwere Prozesse. Jeder von uns hat seine Themen gehabt. Bin da durch und ich bin so dankbar und ich weiß, meine Seele hat sich das ausgesucht. Ja, da machst du das jetzt mal. Wenn alle im Leid sind, da machst du mal mit, ja. Und irgendwo haben wir uns vielleicht auch unbewusst oder bewusst gegenseitig unterstützt, ja. Und sind gegenseitig irgendwie doch ein Stückchen weiter geworden, oder? Für mich sind wir eine Generation, wenn wir so hier reingucken, wir sind alle in etwa im gleichen Alter. Wir sind so eine Generation. Und für mich sind wir eine Generation der Brückenbauer, die jetzt eine Brücke baut aus diesem Sektenzeugs, ja, dieses komische spirituelle, was weiß ich, was man nicht, mit dem man sich nicht auseinandersetzen sollte, hinein in eine ganz natürliche, gelebte Spiritualität, die für unsere Kinder ganz normal sind. Und ich liebe es, dass wenn ich Nachrichten bekomme aus meiner Community, dass da Geburtenhäuser entstehen, weil den Menschen die Geburt wichtig ist, dass sie sich Gedanken machen, wie gehe ich mit den alten Menschen um? Weil in der Zeit sehr deutlich wurde, so kann es nicht weitergehen. Wenn neue Schulen gegründet werden mit Ricardo Leppe, der da so ein toller Vorreiter ist oder so, dass jetzt ganz viele neue Systeme wachsen werden auf der anderen Seite der Brücke. Und wir, ob wir jetzt hier sitzen oder ihr dort sitzt, wir sind alle energetisch, sind wir diese Brückenbauer, ob vor einer Kamera oder zu Hause im Familien- und Freundenkreis.
und gehen über diese Brücke, gehen auch immer mal wieder zurück, spüren so den Unterschied, wie man so schön sagt, 3D und 5D, und festigen diese Brücke, damit immer mehr Menschen in ein neues Miteinander, in eine neue Schwingung, in einen neuen Umgang mit sich selbst und mit den anderen gehen können. Und wir leben es vor. Und dann plötzlich läuft man mit einem Grinsen durch die Welt und die anderen sagen, hey, wo kriege ich diese Tablette her? Ich will auch so grinsen wie du, dir geht's dauernd irgendwie gut. Und dann erzählst du, ja klar geht's mir gut, weil ich habe das und das erkannt, ich habe das und das gemacht. Zack, und schon sind wir alle wie Blümchen und verstreuen Samen. Es ist doch genial. Wunderschön. Ja, und Sabrina, mir hat gefallen, was du vorher auch dazu gesagt hast. Du hast gesagt, ja, und ich erzähle es einfach auch meinen Mitmenschen und meinen Freunden. Ich glaube, das ist vielleicht so die Ermutigung, die wir uns gegenseitig geben können und auch allen anderen. Hab den Mut, dein Licht leuchten zu lassen und wirklich lass die anderen Menschen teilhaben an deinem Prozess. Auch wenn du vielleicht denkst, wie wir an die denken. Bei mir war es zum Beispiel auch so, als ich, bevor ich anfing, diese Arbeit zu machen, hatte ich schon die Vision, also ich, vor 32 Jahren hatte ich Krebs, so habe ich schon öfter erzählt, und da wusste ich, ich will da raus in die Welt und so, dachte, boah, da wird es ganz schön Gegenwind geben, boah, ich probiere es trotzdem. Bis heute habe ich keinen Gegenwind erfahren. Das ist echt verrückt. Also, weil wir alle uns ja auch bemühen, aus dem Herzen heraus einfach unsere Erfahrungen zu teilen, nicht mehr und nicht weniger. Ne? Wenn wir es schaffen, undogmatisch nicht zu sagen, das ist mein Weg, dir mir zu folgen, dann gibt es Gegenwind. Wenn wir sagen, hey, das ist meine Erfahrung und es ist so wunderbar und je mehr ich da lerne, umso mehr werde ich es weitergeben. Und ich glaube, da können wir uns ja gegenseitig ermutigen, noch mehr nach außen zu gehen, zu inspirieren und uns gegenseitig ja, zu beschenken. Oder? Ja, ich würde gerne noch einen wichtigen Punkt mit einbeziehen. Hier ist die Geduld. Mhm. Wir sind sehr ein ungeduldiges Volk. Ja. Und was sind zum Beispiel in diesen 5000 Jahren jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre? Klar, wir möchten es immer schnell und so fort. Aber da sieht man auch, diese Idee vor 32 Jahren für diese Talkshow und diese Themenbereiche haben jetzt 32 Jahre dich reifen lassen. Wie eine wunderbare Frucht bist du so etwas von in der Reife heute. Und wir sind auch in unserer Reife hierher gekommen, sodass es dieses Gemeinsam gibt. Und dass wir alle nicht verzweifeln, wenn es nicht gerade jetzt ist, sondern dass wir diese Prozesse, das sind viele Prozesse im Gange in uns drin und um uns und im Kollektiven, dass wir dem einfach viel Geduld schenken, weil wir sind ein ewiges, unendliches Wesen. Warum jetzt die Eile? Also wo wollen wir alle hin? Und dass wir dort auch entspannt sein dürfen, dass es diese reife Prozesse braucht, weil wenn unsere Glühbirne hier, dieses Hirn, 100 Watt hat, können wir jetzt nicht paradiesische 5000 Watt reinlassen, weil dann müssen wir nur machen, blub, 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 blub. Es muss sich ausdehnen können, dieses Licht, und dann reifen, und dann dehnt sich's aus, und dann dehnt sich's aus, und so dehnt sich das Licht auf diesem Planeten aus. Wir würden es nicht körperlich schon nur, die Zellen müssen auch nachkommen, der Körper auch. Da muss Licht rein, da muss Schwingungserhöhung rein. Der Körper wird erhöht oder in allen Ebenen auch das Hirn. Und deshalb appelliere ich sehr auch in der Spiritualität, dass wir einfach geduldig sind und mit uns vor allem liebevoll umgehen und viel, viel mehr Geduld haben. Sehr, sehr schön. Das mit der Geduld sehe ich genauso. Und ein weiterer Aspekt, der mir da auch gerade spontan einfällt, ist, selbst in die Aktivität auch zu kommen und zu gehen. Also ich kann so lange über die Dinge nachdenken und mich gut fühlen, aber irgendwann denke ich, damit es ein Erfolg auch wird, damit es vorankommt, ist, dass man sagt, okay, was kann ich tun in meinem Umfeld, um dieses Positive nach vorne zu bringen. Und das machst du eben durch deine Moderation. Der andere öffnet eine Schule und die andere ist dann eben Beraterin für andere Menschen. Und ich denke, so kann jeder von uns, und wenn es nur im Kleinen ist, einen Beitrag leisten. Und das ist wichtig, dass man aktiv etwas beiträgt. So, das, Absolut.
Und wir alle sind so einzigartig. Da sind so tolle Künstler da, Musiker, Maler. Es sind so tolle Menschen da, die sagenhaft, die es lieben, mit der Erde zu arbeiten, mit den Pflanzen zu arbeiten, mit Kindern umzugehen. Wir alle bringen alles mit, was es für diese Zeit braucht. Wir tragen das alle in uns, jeder Einzelne. Und für mich ist ganz wichtig, dass ihr nicht, dass die Menschen nicht auf Leute gucken, die da vielleicht vor irgendeiner Kamera stehen. Meine Einzigartigkeit ist die Kommunikation. Mir wurde als Kind schon immer gesagt, Anke, halt den Mund. Rede nicht so viel. Ich habe schon immer gern geredet und ich könnte tagelang durchsprechen. Das ist einfach meine Einzigartigkeit. Dafür kann ich nicht malen und ich kann nicht singen und ich kann viele andere Dinge nicht. Und wenn wir alle unsere einzigartigen Fähigkeiten bündeln und zum Ausdruck bringen, dann sind wir unaufhaltsam. Dann sind wir grandios, weil wir uns gegenseitig bereichern. Ein Künstler bereichert mich, weil er etwas in mein Feld schenkt, das mir fehlt. Und wenn uns das bewusst ist, dann hören wir auf, uns klein zu machen. Und uns unterzuordnen und irgendwie hoch zu gucken. Ach, die Schlauen. Oder ach, die hat ja eine Nahtoderfahrung. Quatsch, brauchen wir nicht. Ist nicht wichtig. Wir haben alles in uns. Und wenn wir einfach dieser Freude folgen, ist es so simpel. Und gucken, wo macht der Körper auf? Wo sagt er, ja, das möchte ich? Dann ist das das beste Navi, was wir brauchen. Wunderschön. Das passt schon ein perfektes Schlusswort, aber ich würde sagen, die Sache ist auch rund. Wir sind eine tolle Reise gegangen und trotzdem würde ich sagen, ganz spontan nochmal, was will noch gesprochen werden, was will noch gesagt werden? Ich würde gerne noch etwas ergänzen oder noch sagen, weil es sind so viele Mütter da draußen, so viele Mütter mit so vielen Kindern und Kleinstkindern und viele haben diesen Stress, nicht spirituell zu sein, weil sie im Moment nicht können, weil das Kind ist da und die Familie ist da und etwas Spirituelleres als das gibt es einfach nicht. Mhm. Und das wird einfach zu wenig wertgeschätzt. Ja. Die haben in Anführungszeichen den härtesten Job der Welt. 24 Stunden. Und dass die Mütter zu Hause jetzt dieser Aufgabe nachgehen, zuerst. Dass mit den Kindern aufwachsen und sind Meister, diese Kinder. Und sich nicht selber stressen, man müsste jetzt vorwärts kommen in der Spiritualität oder man müsste irgendwo noch hin, sondern sie sind alle, wir sind alle genau, genau richtig an dem Ort, wo wir sind. Und das ist hochspirituell. Da würde ich gerne noch anknüpfen, tatsächlich, nicht nur die Mütter, sondern was mir sehr oft auch begegnet, ist die Frage, bin ich nicht vielleicht schon zu alt dafür, anzufangen, mich damit zu beschäftigen? Und ich finde, es gibt kein zu alt. Es ist egal, ob man 3 Jahre ist oder 30 Jahre oder auch 93 Jahre. Es gibt kein zu alt dafür sein, es gibt kein zu früh, kein zu spät. Der richtige Zeitpunkt, der ist immer jetzt. Und wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns für etwas zu entscheiden. Nur wir müssen es tun. Alles im Leben ist eine bewusste Entscheidung. Nur meistens ist es uns nicht bewusst. Aber auch keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung. Ich möchte nochmal ein Appell an junge Menschen, weil ich merke, da ist so dein Herz. Wenn jetzt jüngere Leute zuschauen, die sagen, boah, das vieles ist doch sehr abgehoben und so, lebe ich schon meine Spiritualität, muss ich meditieren lernen? Also ich habe mich in letzter Zeit auch so mit der preußischen Indoktrination in den Schulen beschäftigt. Ja. Und da kann ich immer nur wieder auch darauf hinweisen, dass da noch ganz viel Altes im Wirken ist. Es ist auch schon beginnt eine Veränderung in den Schulen. Aber wir müssen auch mit unseren Kindern reden, so dass da viele Sachen auch noch ablaufen. Da wird zum Beispiel meiner Meinung nach der freie Wille komplett aberzogen oder es wird versucht bei ganz vielen Kindern.
besonders in Deutschland, ne, diese preußischen gehorchen, Befehle ausführen, auswendig lernen, Bulimie lernen und so weiter. Und dass wir einfach unsere Kinder da auch extrem unterstützen, indem wir denen erzählen, hey, das ist jetzt nun mal so diese Übergangsphase, das wird auch wieder besser, dass wir da auch als Vorbilder fungieren und dass wir da auch dran arbeiten und denen dann außerhalb der Schule so viele tolle Möglichkeiten eröffnen mit Sport, mit Freunden, dass die einfach da schon anfangen sehen, was ein schönes Leben das ist und dass wir einfach über die nächsten Jahrzehnte eben neue Schulen aufbauen. Du hast es gerade erwähnt, ich verfolge das natürlich auch, ja. In Deutschland gibt es ja leider noch so die Schulanwesenheitspflicht. In anderen Ländern ist das die Bildungsnachweise, die erbracht werden müssen. Wir haben in Deutschland noch ein bisschen mehr zu tun, glaube ich. Aber dadurch, ich merke, es ist schon, wir sind sehr unzufrieden mit dem Status quo. Und wir müssen jetzt einfach da das anpacken, den Kindern da einfach stark sein und denen dabei helfen in der Übergangszeit. Und die Kinder sind unsere Zukunft, deswegen ist das für mich auch eine super investierte Energie und Zeit, ja. Aber es ist alles da. Es sind diese Vorreiter da, die Vorhut, die nach vorne ging, die dann abgeschossen wurde, die uns aber den Weg frei gemacht hat. Diese irre starken Menschen, die gar nicht anders konnten, als durchzubrechen und ihre Wahrheit zu sagen. Und dann kamen wir und verbanden uns miteinander und sprachen über diese Dinge. Und je mehr wir unsere Kräfte bündeln, umso stärker wird dieses Netz. Und auch in Deutschland, ich bin mir sicher, dass wir diese alten Systeme, ja, dass die sich irgendwie. Ich sehe es ja auch schon in der Schule jetzt, wie viel Ausfall die haben. Ja, die haben so viel Unterrichtsausfall. So viele Lehrer spielen nicht mehr mit. Ja, oder die sind krank oder sonst irgendetwas. Ja. Und dann sage ich schon zu ihm, ja, dann haben sie halt weniger Zeit, da dich jetzt damit zu belästigen, dann machst du halt was anderes Sinnvolles. Ja. Man lernt da auch ein paar gute Dinge, so ist es nicht, aber es ist noch ein Weg. Es wird spannend. Ja, ja, aber in allen Bereichen. Es gibt ja auch diese Bullshit-Jobs, ne? Diese Jobs, wo Leute einfach nicht mehr zur Arbeit gehen, weil sie sagen, es hat keinen Sinn mehr. Ja. Also auch da verändert sich vieles. Sabrina, letzte Worte. Ich tue mir immer so sauschwer mit letzten Worten. Da muss man immer so was Gescheites sagen. Da bin ich so unter Druck, da denke ich immer, mein Gott, mir fällt jetzt nichts ein. Also gut, seien Sie, was immer einfällt ist, wir werden alle sterben. Ja, und deshalb können wir bis dahin unser Leben doch so verbringen, wie wir es haben wollen. Punkt. Hey. Was für eine Freude mit euch und mit euch. Großartig. Und ja, Conclusio, Spiritualität, moderne Spiritualität. Hey, Leben pur. Leben. Das, wie das Leben gelebt werden möchte, dem folgen und so. Ihr merkt schon, ich versuchte jetzt auch sehr schlaue Sätze zu formen. Ist mir noch halbwegs gelungen. Doch, es klingt jetzt super. Mach weiter. Danke. Dann aber in einer nächsten Sendung, wenn es wieder heißt. Ihr Lieben, das war's. Vielen Dank. Anke Ewerts, Alexander Kühn, Sabrina Fox, Patrick Petrazzoli, Bianca Sommer. Und Thomas Kleister. Und danke euch, weil ohne euch wäre es überhaupt nicht gegangen. Vielen Dank für euer langes Sitzen. Danke für euer so mega. Echt toll. Das war's bei Cosmopoly, der Bewusstseinstalk. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis bald. Alles Liebe. Danke. Danke. Yeah.